herzlich willkommen zur 15. Ausgabe der Sendereihe Reale Verschwörungen. Diesmal mit dem Jörg aus Belgien wieder dabei. Hallo, moin moin. Ja, moin moin Michael. Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Das ist ja ein ganz großer Unterschied. Es geht ja nicht nur um reale Verschwörungen. Dann bist du ja nur ein realer Verschwörungstheoretiker, wenn du sowas teilst. Aber wenn du alles an der Bibel misst und sagst, guck mal, selbst in der Bibel stehen schon Verschwörungen drin, das ist auf einmal ganz anders. Und so sollten die Leute diese Dinge auch beschauen. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir leben in einer Welt voller Lügen. Und schon Eric Arthur Blair, alias Orson Welles, hat gesagt, George Orwell hat gesagt, wenn man im Universum der Lügen lebt, dann ist die Wahrheit erzählen ein revolutionärer Akt. Und genau so kommt das eben dann rüber. Revolutionär, wenn man revolutionär ist, dann wird man niedergemacht. Ne? Es gibt ja so einen bekannten Spruch, erst lachen sie über dich und zum Ende akzeptieren sie dann doch, was du sagst. Der Spruch ist ein bisschen länger, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus. Und wir müssen halt mal akzeptieren, dass es in dieser Welt voller Lügen nur eine einzige Wahrheit gibt. Das akzeptieren die meisten nicht. Das werden sie auch nie akzeptieren. Die würden nicht mal auf die Idee kommen zu sagen von, ja, das stimmt. Aber das ist die Bibel. Und wir, die wir gläubig sind, wissen das. Und ich finde das eigentlich ganz, ganz wichtig, dass wir uns da immer wieder mal bewusst von sind. Schlussendlich, ich habe ja jetzt seit kurzem eine Webseite und ich habe auf dieser Webseite einen Leitspruch. Und dieser Leitspruch ist eine Zusammenfassung aus dem von mir aus dem englischen übersetzten Text aus Hebräer Kapitel 11, Vers 1 und aus dem 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18, so wie er in der Schlachter steht. Und lautet, jetzt ist der Glaube die Substanz der erhofften Dinge, die Wirkung der Dinge, die nicht gesehen werden. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz, da sprechen wir von der Wahrheit, da sprechen wir von dem Wort der Wahrheit, da sprechen wir von Jesus Christus, da sprechen wir von der Bibel. Die Bibel ist denjenigen, die verloren gehen, eine Torheit. Und leider, so leid es mir tut, leben wir in einer Welt, in der die Mehrheit verloren geht und deswegen Probleme hat mit wahren Verschwörungen oder realen Verschwörungen, die man nur an der Bibel messen kann. Weil die Bibel sagt uns immer im Voraus bereits, was passiert. Weil eine Prophetie ist zum Beispiel nichts anderes als Geschichte, die vorher geschrieben wurde und vorher bekannt gemacht wurde. Und später, wenn man dann in der Geschichte zurückschaut und man sieht die Erfüllung der Prophezeiung, dann weiß man, dass die Bibel recht hat. Und deswegen finde ich, dass wir schon den ganzen Titel sagen würden, nicht nur reale Verschwörung, sondern was sagt die Bibel über reale Verschwörung, dass wir eben alles immer an der Bibel messen müssen. Und wer da keine Lust zu hat, das sage ich dir ganz klar, der braucht dieses Video nicht zu schauen. Solche Leute wollen wir hier überhaupt nicht. Leute, die nur gegenstinken und sagen von, ach, die Bibel ist ein Lügenbuch und die Bibel wurde von Menschen geschrieben und die Bibel wurde von Rom geschrieben und die Bibel ist verfälscht und die Bibel dies und die Bibel das. Solche Leute brauche ich nicht. Die sind nämlich zu faul, ihre eigenen Untersuchungen zu machen, um sich selbst eine Bibel rauszusuchen, die wirklich wahr ist, das Wort zu lesen und dann sich vom Heiligen Geist die Wahrheit leiten zu lassen. Entschuldigung für die lange Einleitung, aber das musste mal gesagt werden. Ja, ich weiß ja mal, wie ich das schaffe, dir halt eine entsprechende Vorlage zu bieten. Tja. Ja, du bist jetzt der Manfred Kaltz und ich der Horst Rubesch, ne? Ja, ja, genau. Die Älteren wissen, was wir meinen. Ja, also ich habe mir jetzt hier mal einen Titel ausgesucht, der heißt Der Jahrhundertpräsident. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gut zu verstehen bin im Augenblick oder ob du Hall auf der Leitung hast. Ich habe jetzt hier das Mikrofon ein bisschen anders eingestellt. Ich hoffe, dass es funktioniert. Bei mir klingst du toll, da ist gar nichts von. Aha, da muss ich mich ja anstrengen. Also, der Jahrhundertpräsident, warum habe ich den Titel gewählt? Tja, ich glaube erstmal, weil die Menschen, glaube ich, den Kennedy als sehr positiv wahrgenommen haben. Speziell die Menschen, die vielleicht damals in Berlin gelebt haben oder in Deutschland generell. Aber ich habe noch ein ganz anderes Thema, was ich mit ihm verknüpfe. Und das kommt gleich. Denn der Mann ist ja leider umgebracht worden, wie man hier sieht. Beziehungsweise wie die Zeitung eben schreibt, dass eben er durch einen Attentäter ums Leben gekommen ist, was ja auch stimmt. Und hier gibt ihm beispielsweise der General Charles de Gaulle, ein Katholik auch so, ein Orso, sage ich, und auch wiederum, und hier ein deutscher Präsident auch noch, oder deutscher Kanzler hier, dann auch noch das Geleit. Und das hat eben damit zu tun, dass dem Kennedy eben keine lange Amtszeit beschieden war. Da kommen wir nämlich auch genau auf die Parallele von Kennedy zu Lincoln.
Ja, Herr Kennedy hat also komischerweise immer so 100 Jahre Abstand, deswegen meine ich auch mit dem Jahrhundertpräsidenten, nicht nur dem Präsidenten des 20. Jahrhunderts, aus Sicht der Deutschen vielleicht gesehen, sondern auch immer so 100 Jahre Unterschied zu dem Herrn Lincoln. Wobei nicht alles, was in dieser Aufzählung hier steht, stimmt. Aber was eben stimmt, ist, dass es komischerweise 100 Jahre auseinander ist und dass eben noch ein paar andere Ungereimtheiten da drin sind. Was wohl stimmt, ist, dass die Sekretärin von Kennedy eben Lincoln hieß. Und ich habe aber nicht herausfinden können, ob die Sekretärin von Lincoln wiederum Kennedy hieß. Ich glaube, da war eine Unschärfe drin, die mir der Daryl Eberhardt mal gesagt hat, aber das ist jetzt auch nicht jetzt so wichtig. Interessanterweise ist es dann so, dass also auch beide in den Kopf geschossen wurden und Lincoln im Ford Theater erschossen worden ist und Kennedy in einem Lincoln, der bei Ford gemacht worden ist. Also doch sehr, sehr interessant. Ne? Beide an einem Freitag umgebracht worden, beide natürlich durch einen einsamen Attentäter umgekommen. Und ja, interessanterweise, dass es also Sachen gibt, die gibt es gar nicht. Das könnt ihr euch ja selber in Ruhe durchlesen. Das ist echt unglaublich. Und beide wurden halt umgebracht, ohne dass sie halt ein ordentliches Gerichtsverfahren bekommen hätten. Und da gibt es eine große, große Story zu. Und zu dieser großen, großen Story würde ich dann zu einem Video verweisen, was der Jörg schon vor einiger Zeit gemacht hat. Ich wollte nur noch mal hier herausstellen, dass es eben dann genau 100 Jahre Unterschied ist, egal ob du jetzt 1946 zu 1846 nimmst oder 1860 zu 1960. Deswegen, das ist schon sehr interessant, dass also zwei der berühmtesten und wahrscheinlich ja, geläufigsten und vielleicht auch besten Präsidenten der Vereinigten Staaten eben ermordet worden sind. 1860 zu 1960, was meinst du damit? Was meinst du mit 1860 zu 1960? Ja, hier steht doch drin, hier was elected president. Ah, ja, 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 okay, elected. Ja, ja, ja. Weil gestorben sind sie ja in anderen Jahren. Ja, ja, genau. Nee, nee, genau, okay, aber ja, ja, okay, genau, elected, ja. Genau. Ne, aber nee, es sind, da habe ich sind gerade ja eben nicht gut aufgepasst, das kann mal passieren. Nee, alles gut, aber das war halt, wie gesagt, auch der Wahlvorgang hier, wo man zum ersten Mal reingewählt wird, auch 100 Jahre auseinander, das sind schon zwei interessante Daten. Ne? Nicht, dass man jetzt sagt, dass deswegen ist der gewählt worden, einfach nur, weil es 100 Jahre später ist. Und genau auf diese 100 Jahre später kommen wir auch hier beispielsweise bei dem Nachfolgepräsidenten, der eben dann automatisch ins Amt kommt, wenn der Präsident verstirbt, dafür ist er ja Vize. Die hießen beide Johnson und beide sind eben in den 8er Jahren geboren worden. Also auch wieder 100 Jahre auseinander. Sehr interessant irgendwo. So, da sieht man jetzt hier wieder die 100 Jahre. Deswegen kam ich auch zum Jahrhundertpräsidenten. Ne? Genau. So, das ist der Herr Lincoln, Abraham Lincoln. Seiner Profession Rechtsanwalt gewesen. Es gibt ein interessantes Buch, das heißt Die unterdrückte Wahrheit über den Anschlag auf Abraham Lincoln, die religiöse Verschwörung, die eben den Mord an den Präsidenten dann halt da begleitet, von Burke McCarthy. Das ist ein sehr interessantes Buch und es gibt nicht nur dieses Buch, was es natürlich in Englisch gibt. Ich weiß noch nicht mal, ob es da jetzt eine deutsche Version gibt, aber dieses Buch gibt es auf jeden Fall. Und es gibt auch da eine interessante Aussage und diese Aussage bezieht sich speziell auf die Jesuiten. Abraham Lincoln wird als Zitat in den Mund gelegt, dass eben dieser Krieg, damit ist gemeint der amerikanische Civil War zwischen 1860 und 1865, also genau da, wo der Herr Lincoln Präsident gewesen ist, wäre niemals möglich gewesen ohne den bösartigen Einfluss der Jesuiten. Wir schulden es dem Papsttum, dass wir dieses Land eben sehen mit dem überfluteten Blut unserer nöbelsten Söhne. Das so ungefähr ist ein Zitat, was ihm zugesprochen wird. Und wenn man dieses Buch liest von Burke McCarthy, hat man noch ganz andere Aussagen dazu. Und wer da noch ein absolutes gewichtiges Wort dazu zu reden hat, ist eben der Charles Chiniquy in seinem Buch 50 Jahre in der Kirche Roms, die Konversation eines römisch-katholischen Priesters. Dieses Buch hat er natürlich geschrieben nach dem Attentat und dieses Buch handelt darüber, dass der Herr Chiniquy damals von dem Rechtsanwalt Abraham Lincoln verteidigt worden ist und während der Verteidigung dieses ehemaligen römisch-katholischen Priesters, der dann beschuldigt worden ist, glaube ich, Unzucht betrieben zu haben, dann beschuldigt worden ist, hat er während des Gerichtsprozesses, den er dann gewonnen hat, beziehungsweise der Herr Lincoln für den Herrn Chiniquy gewonnen hat, hat eben dann im Gerichtssaal ein paar Jesuiten ausfindig gemacht und den Herrn Lincoln davon sinngemäß so informiert, dass er also Angst um sein Leben hätte, weil er gesehen hätte, welchen Gesichtsausdruck und welche finstere Einstellung die Jesuiten gegenüber dem Abraham Lincoln gehabt haben und deswegen er den Herrn Lincoln gewarnt hätte, dass eben da sein Leben auf dem Spiel stünde und dass er eben Angst hätte um das Leben des
Abraham Lincoln. Das ist mal so die Hintergrundstory. Das war also jetzt nicht einfach nur hier ein römisch-katholischer Priester, sondern der hatte eben dann auch ein besonderes Verhältnis zum ermordeten Präsidenten Abraham Lincoln. Und wenn wir das dann alles mal zusammenzählen, dann ist es natürlich nicht mehr als wahrscheinlich, dass also dann auch da ein religiöser Hintergrund, den wir ja schon bei Burke McCarthys Buch hier gesehen haben, die religiöse Verschwörung, Conspiracy, dass die natürlich dann eben da auch genau zu Pass kommt bei Abraham Lincoln, der, wie wir dann sehen, ja auch in einer gewissen Beziehung zu dem Herrn Kennedy stand, diese 100 Jahre Unterschied, und wir sehen auch bald noch ganz andere Parallelen dazu. Und übrigens ist also dann dieser Attentäter, ist eben dann laut Daryl Eberhardt auch dann Mitglied, auch wieder an einem Ritterorden gewesen, nämlich Knights of the Golden Circle. Und da gibt es eben dann auch entsprechende interessante Sachen zu. Jetzt muss ich mal eben um Entschuldigung bitten. Ja, weil bevor du weiterfährst, wollte ich gerne noch mal kurz was sagen. Ja, ich suche nämlich ein Bild von dir gerade, was ich jetzt Ja, verschlammt habe okay. hier, bevor du da. Ja, das ist, ich habe das irgendwie Kannst falsch du ja machen. eingeschickt. In der Zwischenzeit kann ich ja mal kurz was sagen zu dem Buch von Charles Chiniquy hier. Das Buch von Charles Chiniquy, 50 Jahre in der Kirche Roms, das gibt es auch auf Deutsch. Das wurde übersetzt vom Schlachter Verlag und ich habe das eigentlich mal auf Deutsch lesen wollen. Habe dann aber nach dem ersten Kapitel damit aufgehört, weil die Übersetzer in das deutsche Buch reingeschrieben haben. Ja, mit den nächsten Kapiteln werden wir uns nicht so sehr beschäftigen, weil da steht die römisch-katholische Kirche in einem schlechten Licht und das wollen wir jetzt hier nicht machen, weil wir sind ja jetzt keine Catholic Basher, wie sagt man das denn auf Deutsch? Also keine Leute, die jetzt hier die römisch-katholische Kirche schlecht machen wollen. Da habe ich das Buch in die Ecke geschmissen und habe gesagt, von no way, dass ich das lese. Also man kann nur wirklich nur das Englische lesen. Zu den 100 Jahren Unterschied fällt mir gerade noch mal eben eine andere Geschichte ein, Michael. Wo haben wir denn schon mal 100 Jahre gehört? In 100 Jahren wird einer kommen. Jan Hus, der gesagt haben soll, diese Gans werdet ihr heute wie nennt man das, Braten oder was? dieses Feuer, also wie nennt man das im Deutschen da, Krieg? Steak, Ja. wie nennt man das jetzt im Deutsch? ach Mensch, noch mal. Du fragst einen Vegetarier. Ja, ich bin selbst Veganist. Als sie den Jan Hus auf dem Scheiterhaufen verbrannt haben, Konntest du jetzt nicht davor warten, bis soll. das Bild kommt? Nee, davor soll er gesagt haben, heute werdet ihr diese Gans auf dem Scheiterhaufen verbrennen, aber in 100 Jahren wird ein Schwan kommen, dessen Stimme ihr nicht ersticken könnt. Und 100 Jahre, er wurde verbrannt 1415, wenn ich mich richtig erinnere, auf dem Konzil von Konstanz. 100 Jahre später kam Martin Luther und hat genau das erfüllt, was Jan Hus da gesagt haben soll. Inwieweit das jetzt stimmt, da haben wir auch mal drüber gesprochen in Romanismus und die Reformation. Da hatten wir einen extra Ausflug gemacht in Jan Hus, da kann sich ja jeder mal die Videos zu Gemüte führen, sollte man durchaus mal gesehen haben oder das Buch auch gelesen haben. Nur wenn du halt mit diesen 100 Jahren kommst, dann fällt mir genau dieser Punkt gerade wieder mal ein, weil das ist ja nun auch nicht immer so, dass es so vor der Hand liegt oder dass es da so wahnsinnig viele Beispiele gibt. Ne? Ja, deswegen können wir jetzt keine Lesung über Da war es Lincoln. gerade, wenn du zurückgehst. Da, 50 Jahre in der Kirche von Rom Ja, war. das habe ich ja jetzt hier, das sieht man ja, Naja. genau. Ja, und deswegen, da sieht man auch das deutsche Buch, aber wie gesagt, das war das, wo ich jetzt nicht ganz sicher war, ob es eine deutsche Übersetzung gibt. Auf jeden Fall gibt es keine vernünftige deutsche Übersetzung dafür, ne? Ja, Ja, da also kann von man. 50 Jahren in der Kirche von Rom gibt es das und dann gibt es das von der Frau und dem Beichtstuhl, gibt es auch. Und da weiß ich nicht, da glaube ich auch, ist die Übersetzung nicht so wahnsinnig korrekt, meine ich. Aber bin ich jetzt nicht ganz sicher, will ich da nichts Verkehrtes sagen. Aber bei 50 Jahre in der Kirche von Rom, das PDF kann sich jeder gratis runterladen, da kann er dann selbst lesen auf den ersten Seiten. Ich glaube, nach dem ersten Kapitel, der Charles Chiniquy spricht darüber seine Kindheitserfahrung. Und dann sagen die Autoren das. Und da habe ich das Buch in die Ecke geschmissen und gesagt, nee, nicht mit mir. Also das ist, wie gesagt, hier eine Empfehlung, Hour of the Truth, also in Englisch jetzt wohl, die Hand Gottes in der Lincoln-Anschlag und 9-11 mit Daryl Eberhardt. Und wie gesagt, ihr habt ja jetzt schon einiges an Informationsmaterial. Interessanterweise ist der Attentäter von, oder einer der Attentäter, weiß ich jetzt gar nicht mehr, korrigiere mich bitte, der ist dann wohl, glaube ich, über Kanada geflüchtet und ist dann später im Vatikan aufgetaucht und hat dann wohl jahrelang Ja, da als Bodyguard. nicht der Attentäter, sondern einer der Drahtzieher Einer dahinter. der Da geht es um Drahtzieher, ne? So John war das. Surratt. John Surratt war ein Katholik, der und das Haus seiner Mutter, Mary Surratt heißt sie, glaube ich,
hat gedient als, lassen wir mal sagen, Verschwörungsort, wo sie sich getroffen haben, um diesen Anschlag vorzubereiten. Und der Surratt ist über Kanada geflohen, ist da in einem Kloster untergebracht gewesen, dann von Kanada nach England, von England nach Rom. Und in Rom haben sie ihn dann in der Kleidung der Schweizer Garde verhaftet. Dann haben sie ihn nach Amerika gebracht, haben ihn vor Gericht gestellt. Das Problem war, Anwalt, Staatsanwalt und Richter waren alle von Jesuiten kontrolliert und unter Druck gesetzt. Und der John Surratt ist tatsächlich freigesprochen worden. Ja. Seine Mutter übrigens wurde gehängt. Gibt es auch ein Bild von, das habe ich auch in dem Video mit bei. War die erste Frau, die aufgrund eines politischen Attentats in den Vereinigten Staaten von Amerika gehängt wurde. Ja, nachdem wir jetzt wissen, dass es da eine Verbindung in den Vatikan gibt, was wir eben in den Büchern von Burke McCarthy und von Charles Tschinnig wieder jetzt beispielsweise empfehlen können, plus zusätzlich dem Video von Jörg mit dem Interview mit Daryl Eberhardt, wollte ich jetzt nur damit sagen, damit ist eigentlich klar, dass der Hintergrund dieses Attentats derjenige ist, dass Jesuiten da drin verwickelt sind, beziehungsweise die römische Kirche als Ganzes. Damit man da schon mal den Hintergrund hat von dem Herrn von und zu Lincoln zu dem Herrn Kennedy. Und wir vermuten ja zumindest, dass es da auch religiöse Gründe gäbe, die beim Kennedy-Attentat dafür sprechen, dass der Kennedy letzten Endes da aus dem Weg geschafft worden ist, weil er halt im Sinne der Kurie oder der Kirche unpopuläre Entscheidungen getroffen hat, um das mal ganz gelinde auszudrücken. Da ist es dann so, dass letzten Endes hinter den Kulissen nichts dem Zufall hinterlassen oder überlassen wird. Ich bin beispielsweise gestolpert, habe mir aber nicht wehgetan, bei den brüderlichen Orden der Polizei in Utah. Da sehe ich nämlich dann ein Pentagramm und da sehe ich nämlich dran, dass man vorsichtig fahren soll. Und dann sehe ich nämlich dann, dass es dann irgendetwas zu tun hat mit irgendeinem Orden, ne, der Polizei. Und dann habe ich mir gedacht, das war ganz komisch. Das muss ich ja mal hinterher gucken, dass es ein Bruderschaftsorden der Polizei ist. Interessant. Und dann habe ich gesagt, wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir jetzt erwähnen müssen, dass es dann eben die Knights of Columbus eben noch gibt. Ne? Im Dienst zu einem, da haben wir schon wieder den einen mit dieser monolithischen Verschwörung. Also im Dienst zu einem, wer ist denn jetzt der eine? Ja? Im Dienst an allen und im Dienst zu einem. Die Knights of Columbus haben verschiedene Orden, unter anderem auch haben die zu tun mit der Polizei. Das ist ja sehr interessant. Ne? Hier steht ja selber, Knights of Columbus to host Blue Mass, hunderte Polizeioffiziere und Feuerwehrmänner und Notpersonal und so weiter und so fort haben eben die jährliche Blue Mass da besucht, die dann eben von den Knights of Columbus ausgetragen wird. Natürlich wann? Am Sonntagmorgen, na klar, in der St. Maria-Kirche. Ach, und so weiter und so fort. Also da kann man mal wieder sehen, die Jungs haben überall ihre Finger drin. Knights of Columbus? So, und ja. Kolumbusritter ist die amerikanische Abteilung der Malteserritter. Nicht, dass es Malteserritter in Amerika nicht gibt, aber es gibt hauptsächlich den Orden der Ritter von Kolumbus, die sich zur Aufgabe gesetzt haben, die Vereinigten Staaten von Amerika katholisch zu machen. Das ist ihr Leitspruch, den sie haben. Ja, und selbst auf der originalen JFK Library Org, wo ich ja auch diese ganzen Reden her hatte, beziehungsweise auch die ganzen Briefe gezeigt habe, da gibt es eben dann auch hier Quellen über eben diese Geschichte, dass der Herr Kennedy vor dem Council of Knights of Columbus gesprochen hat in 1958, also da, wo er noch Gouverneur gewesen ist, ne? Der ist jetzt der Speaker, also der Sprecher ist jetzt hier der John F. Kennedy, der Senator von Massachusetts. Der hat gesagt, warum ich denn ein Ritter von Columbus bin. Na, also, wer bis dahin gedacht hat, und ich weiß ja, dass viele das wissen, der wäre nur Katholik. Nee, der ist nicht nur Katholik, der ist auch Ritter. Also das, was er dem Untersuchungsausschuss quasi oder zumindest halt in diesem politischen Reden da erzählt hatte, von wegen, ja, er wäre demokratischer Präsident und ansonsten wäre er zwar Katholik, aber da hat er vergessen zu erwähnen, glaube ich, dass der irgendwie so Ritter von Kolumbus ist, ne? Also schon interessant, wenn man das jetzt noch mit ins Gewicht ist, dann ist er dann doch irgendwie doch doppelt Katholik oder noch ein stärkerer Katholik, ein frommerer Katholik oder wie immer, oder ein militanterer Katholik als der normale Katholik. Ja, militanter. Was man vor allen Dingen nicht vergessen darf, Michael, ist, die Ritter von Columbus haben einen Eid. Und der Eid der Columbus-Ritter ist mehr oder weniger derselbe wie der Eid der Jesuiten. Der einzige Unterschied ist, dass die Columbus-Ritter sich auch noch verschwören, sozusagen, oder zur Aufgabe setzen, die Freimaurer auch
zu bekämpfen. Was natürlich lächerlich ist, weil Freimaurer ja auch an der obersten Stelle, wie wir von Helena Petrova-Blavatsky und anderen wissen, an oberster Stelle, vom schwarzen Papst, also dem General der Jesuiten, regiert werden. Das ist nur rechte Hand, linke Hand. Ne? Und was die dann immer tun oder was die Jesuiten dann tun, das ist in die Hände klatschen, ne? Und dazwischen geht dann eine ganze Menge kaputt. Also man muss eben das begreifen, er war Kolumbus-Ritter, also Ritter vom Orden von Kolumbus, und hat auch diesen Eid abgelegt, weil er war im vierten Grad, wenn ich mich nicht erinnere, wenn ich mich richtig erinnere, der Kennedy. Und als solcher legt man einen Eid ab, und in diesem Eid haben wir natürlich auch den Gebrauch von geistigen Vorbehalten. Und deswegen, dass ich das alles gesagt hatte, als wir sein Interview besprochen haben, dass er da mit den protestantischen Kirchenführern geführt hat. Ne? Das muss man immer wissen. Er hat eben auch diese geistlichen Vorbehalte einrufen können. Ja, und er war zu dem Zeitpunkt eben definitiv, zu diesem Zeitpunkt definitiv Kolumbus-Ritter. Ja. Ja, und das sehen wir nämlich jetzt hier, die sind natürlich nach Christoph Kolumbus benannt, der ja eigentlich die neue Welt in Beschlag nehmen sollte für die spanische Krone, von der wir wissen, dass sie eigentlich dem Papsttum gehorcht. Und diese Kolumbus-Ritter widmen sich, laut der deutschen Wikipedia, Werke der christlichen Nächstenliebe. Aha, habe ich mir gedacht, da gucken wir doch mal an, welche Nächstenliebe das ist. Die haben eine ganze Menge, über 1 Million Mitglieder. Und deswegen habe ich mir gedacht, Moment mal, mir fällt da was auf. Mir fällt da nämlich was auf, wenn ich bei der Gefangennahme von Jesus, denn diese Kolumbus-Ritter haben eins im Sinn sozusagen, die haben nämlich, wenn wir was wir gleich sehen im Symbol, die haben ein Schwert mit dabei. Was steht denn in der Bibel über den Gebrauch des Schwertes? Da sprach Jesus zu ihm, steck dein Schwert an seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Ein wichtiger Punkt. Deswegen lese ich das jetzt natürlich auch vor. Aber wenn du nochmal hochscrollst, kommen wir noch an einen ganz anderen, sehr wichtigen Punkt. Die Kolumbus-Ritter widmen sich der christlichen Nächstenliebe, steht hier. Und du hast gerade eben gesagt, sie sind eben benannt, Kolumbus-Ritter, nach Christoph Kolumbus. Der so gesagt, und das sage ich jetzt mit Absicht so, den amerikanischen Kontinent, zwischen Anführungszeichen, entdeckt hat. Ja? Also die Portugiesen haben um das Anfang des 16. Jahrhunderts oder Ende des 15. Jahrhunderts nichts anderes zu tun, als Wahnsinnsummen in 3 Schiffe zu stecken, Mannschaften und Ausrüstung zu stecken und die so mal in See stechen zu lassen, um ins Blaue hinauszufahren und mal sehen, ob da was von kommt oder auch nicht. Die hätten genauso gut Lotto spielen können. Nein, die wussten ganz genau, was sie machen. Der Kolumbus wurde losgeschickt, um neue Ländereien für den Papst zu erobern. Ja? Man muss sich nur mal die gefälschte Schenkung von Konstantin anschauen und bestimmte päpstliche Bullen, und man weiß, dass es beim Papsttum immer nur darum geht, die Weltmacht zu haben. Und damals, zum Ende des 15. Jahrhunderts, war die Zeit reif, sich eine neue Welt einzuverleiben. Das Problem ist, dass die meisten Einwohner dieser neuen Welt erst Protestanten waren, die nämlich aus Europa geflüchtet sind, um sich dort in einem Land zurechtzufinden, das nicht von einem fremden König regiert wird, wie eben in Europa. Nach der Reformation wussten wir ja, alles wird vom Papst regiert. Der deutsche König ist nichts weiter als eine Puppe des Papstes in Rom. Und das wollten die Leute nicht. Und deswegen haben sich die Kolumbus-Ritter eben genau das zur Aufgabe gemacht, weshalb damals der Papst den Kolumbus überhaupt schon weggeschickt hat. Jetzt sagt ihr aber, na Jörg, der Papst hat ja den Kolumbus gar nicht weggeschickt. Das war ja der spanische König und seine Königin Isabella. Philipp hieß er, glaube ich, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich denke auch. Das erzählen sie so. Ja, natürlich, das erzählt dir keiner, dass es der Papst war. Der Ja, das dafür hat der Papst ja ein Jahr später die Welt teilen wollen, also von daher. Hat er ja auch gemacht zwischen den Portugiesen und den Spaniern, den Ost- und den Westteil und so weiter und so weiter. Aber das ist ja noch eine ganz andere, das kam ja später. Also eine ganz andere Geschichte. Der Punkt ist ja einfach nur, dass wir davon ausgehen müssen, und Geschichte beweist uns das, und vor allen Dingen, wenn ich die Bibel kenne, dann weiß ich sowieso, dass es so ist, dass der Papst den Kolumbus gesendet hat, um Amerika für ihn zu erobern. Und jetzt gibt es diesen Besuch, den 2008 der Papst Ratzinger, ja, der tolle deutsche Wir-sind-Papst, ne,
Benedikt der 16., der hat ja 2008 Amerika einen Besuch abgestattet. Wer Englisch kann, findet dazu ein Video auf meinen Kanälen in Englisch von Tom Fress, der diesen Besuch analysiert hat. Und es gibt ja viele Leute, die sich immer fragen, von, sag mal, wenn der Papst mit seinem Flugzeug da irgendwo landet, warum küsst er eigentlich immer den Boden? Ist er so froh, wieder Füße auf dem Boden zu haben? Michael, willst du es erklären oder soll ich? Ja, das ist einfach die Inbesitznahme, weil er halt einfach sein Land da in Besitz nimmt, ne? Und er gibt damit zu erkennen, dass es ihm gehört, ganz genau. Ja. Und er hat, als er 2008 in Amerika ankam, den amerikanischen Boden geküsst. Der erste und einzige Papst, der das gemacht hat. Es ist nicht so, dass vorher noch kein Papst in Amerika war, aber es ist so, dass der Benedikt der 16. in 2008 eben den Flughafen da geküsst hat, um eben deutlich zu machen, dies ist mein Land. Tja, und wie wir ja wissen, hat es ja bereits in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts den Präsidentschaftsschauspieler Ronald Reagan gegeben, der ja damals dem Papst Johannes Paul II. Gesagt hat, Holy Father, I give you my country. Heiliger Vater, ich gebe Ihnen mein Land. Mhm. Und der Benedikt der 16. hat dann durch das Küssen das nochmal ganz deutlich gemacht, ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele Leute übersehen. Ich habe mich auch immer gefragt, warum küsst der Papst eigentlich immer ja, den Boden? Man küsst ja auch nicht das, was man nicht mag. Man küsst ja auch nur das, was man lieb und teuer findet. Ne? Genau. Ja, und im Grunde ist damit das zur Erfüllung gekommen, was wir mit dieser sogenannten Eroberung, hier steht ja Conquest of Paradise, Conquest ist ja eine Eroberung, ne? Darf man ja nicht vergessen, also es geht nicht um eine Entdeckung, es geht um eine Eroberung, das sagt der Titel ja sogar schon, nur kein Mensch, der darüber nachdenkt, der das erobert hat, und zwar für den Papst. Was glaubt ihr denn, warum der Platz, wo der Kolumbus erst gelandet ist, auf diesen komischen Inseln, warum das Corpus Christi heißt? Und so weiter und so weiter. Ich meine, es ist ja, doch. Oder ist Dominikanische doch Republik und sowas. Ne? Ja, ja, genau, nach Dominikos, nach dem Dominikaner. Ne? Wo die Leute und immer so sagen so Domrep und gar nicht begreifen, dass das ein katholischer Orden ist. Ne? Also das, ja. Oder, wissen, oder gar nicht wissen, wofür der Orden steht. Ja. Ne? Die Inquisition zum Beispiel. Ja. Ne? Ja. Also, ich meine, das wird alles so deutlich, wenn man eben diesen geschichtlichen Hintergrund eben auch mit im Zusammenhang mit der Bibel hat. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir eben diese Verschwörungstheorien-Videos machen mit dem deutlichen Titel, was sagt die Bibel über reale Verschwörung? Die Bibel sagt uns, dass der Papst der Schrift, biblische, prophetische und historische Antichrist ist. Und seine Taten beweisen es, denn Jesus Christus hat gesagt, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Wir müssen nur auf die Taten schauen. Ja, Das nimmt jeden Zweifel weg. Ja, da Jesus muss ich gar Christus, nicht mehr über Theorien diskutieren. Ja, und Jesus Christus hat eben gesagt, diejenigen, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Was sehen wir denn jetzt hier mit dem Videoposter hier? Natürlich ein Schwert. Er will ja was erobern, wie Jörg schon sagt. Er will ja nicht irgendetwas befrieden oder irgendwie pflanzen oder irgendwas ähnliches, sondern er will etwas erobern. Ja, von da ist das ein Kriegsfilm. Ne? Das ist irgendwie jetzt eine tolle Musik von Vangelis. Aber das ist ein Kriegsfilm. Und der Gérard Depardieu, der ist eben jetzt nur dafür da, um halt einfach den Kolumbus ein bisschen international aussehen zu lassen. Aber wie gesagt, das ist halt so, dass in der Bibel steht drin, dass wir eben keinen bewaffneten Kampf irgendwo suchen sollen, schon gar nicht irgendetwas erobern sollen. Denn letzten Endes Paradies ist es dann auch nicht, die Vereinigten Staaten. Also das ist ja auch schon wieder gelogen hier. Das ist auch wieder eine Anwandlung auf etwas Biblisches, ne? Ja, und ich möchte ja gar nicht mal alle Schwerter verdammen, weil wir als Christen werden auch dazu verpflichtet, mit dem Schwert zu kämpfen. Aber mit dem zweischneidigen Schwert, dem Wort Gottes, der Bibel. Nicht einem irdischen, materiellen Schwert. Ja, der Punkt ist einfach, dass Kennedy hat einfach unter falscher Flagge segelt, wenn er sagt, ich bin nur der demokratische Partei für das Amt des Präsidenten und halt total verschweigt, dass er neben dem Katholizismus auch noch ein Ritter von Kolumbus ist. Ne? Denn dass er das ist, ist ja kein Zufall, denn die sind ja auch wieder von einem Priester irischer Abstammung irgendwo gegründet worden zur Unterstützung der Katholiken, ist klar. Ja, aber das ist halt genau die Geschichte mit Irland auch wieder, ne? Die Ideale des Rittertums. Ja, Ritter ist nun mal halt die bewaffnete Truppe. Das sind nicht die Leute, die irgendwie die Suppe kochen oder so. Das sind halt die bewaffnete Truppe. Und deswegen wollten die vollwertige amerikanische Staatsbürger sein. Aber letzten Endes dann haben sie auch ein Eid abgelegt, oder zumindest Gerüchte darüber, schreibt Wikipedia, Freimaurer und Protestanten auszurotten. Ne? Gleichzeitig ist es dann so, dass
das hier sehr stark an den Eid der Jesuiten erinnert und viele andere Dinge dann auch. Und wir können nur letzten Endes dazu sagen, dass also der Kennedy nichtsdestotrotz, trotzdem seiner katholischen Vorbelastung, trotzdem zum Präsidenten geworden ist, ist dann letzten Endes dann, glaube ich, eher den Mächten im Hintergrund zu verdanken als alles andere. Also die Leute, glaube ich, waren in den 1960ern schon nicht mehr so ganz protestantisch eingestellt, wie sie vielleicht noch zum Zeiten von L. Smith gewesen sind. Ne? Nee, deswegen kam ja kurz danach dann eben auch das ökumenische Konzil zwischen 62 und 65. Nee, ich wollte noch mal eine Sache kurz eben sagen, wenn du noch mal kurz hochscrollen kannst, bitte. Sonst, ich habe das ja schon fast vergessen, weil ich kann dir ja nicht immer in die Rede fallen, das ist ja das Problem. Ah ja, was die Authentizität dieses Eides angeht. Auch dieser Eid ist, meine ich, in den Annalen der Kongressbibliothek in Amerika hinterlegt. Und man kann den ebenso wie den Eid der Jesuiten eben auch finden. Es gibt nur diesen Unterschied, dass eben Freimaurer ebenfalls auszurotten sind. Also ich wobei finde, sich der Jesuiteneid, wobei der Jesuiten sich auf die Protestanten beschränkt und nicht die Freimaurer. Die Freimaurer hatten sie damals ja auch noch gar nicht unter Kontrolle. Das kam ja erst Anfang des 18. Jahrhunderts. Ich finde es auf jeden Fall auch einfach schon mal so, dass meiner Meinung nach ein Präsident der Vereinigten Staaten nicht gleichzeitig noch Ritter sein kann, der für Kolumbus irgendetwas erstreitet mit dem Schwert. Also das ist ja die ganze Geschichte, worum es überhaupt geht, Michael. Ein amerikanischer Präsident kann nicht gleichzeitig ein Katholik sein, weil ein Katholik schwört seine Allianz dem Papst. Ja. So, ja, und, genau, und wenn ich dem Papst diene, dann kann ich nicht dem Volk dienen. Ja, und das siehst du doch Man hier kann an der nicht zwei Herren dienen, hat Christus gesagt, oder? Ja, genau. Gott oder den Mammon. Und jetzt hast du hier auch die Geschichte im Dienst für den einen. Für den einen. Wer ist denn der eine? Wer ist denn das Oberhaupt der Katholiken? Ist das wohl der Papst, oder? Ja, und da haben wir hier genau im Dienst für den einen. Monolithischer Dienst, ne? Im Dienst für den einen. Die Farben und so weiter. Und genau dieselbe Geschichte hier mit dem Knight of Columbus. Wir haben jetzt hier eine Axt, wir haben ein Bündel von Fasci, wir haben einen Anker, ja, Columbus, logischerweise. Und wir haben ein Schwert. Ob das jetzt ein Kurzschwert oder ein Langschwert ist, spielt ja erstmal gar keine Rolle. Aber wir haben die Fasci damit drin. Das heißt, wir haben den Faschismus damit drin. Wir haben und wir ein haben altes. Das Malteserkreuz im Hintergrund. Ja, das kommt erschwerend dazu. Das ist das Malteserkreuz. Ja, ich meine, das ist wichtig, ne? Ja, kommt gleich. Aber, und das leitet ja zu den Jesuiten. Das zeigt ja deutlich die Verbindung. Das zeigt ja auch deutlich, dass es eben ein päpstlicher Ritterorden ist, eben Knights of Columbus auch, ne? Ja, das spätestens bei den Faschis ist ja ganz klar. Die sind ja auch ganz prominent im amerikanischen Kongress vertreten. Und deswegen siehst du ja schon, dass es alles letzten Endes auch ein Herrschaftssymbol der römischen Cäsaren, wollte ich schon sagen, also des römischen Senats. Ja, der römischen Kaiser. Ja. Ja. Diese Fasci, die gab es im amerikanischen Senat übrigens nicht erst, wie Tapper Sorcy in seinem Buch Herrscher des Bösen schreibt, seit 1945 oder kurz danach, sondern die gab es sogar schon zu der Zeit, als Präsident Woodrow Wilson Deutschland den Krieg erklärt hat. Gibt es ein Bild von. 1917, ja. Ja, und es hört ja echt nicht auf. Man, hier steht drauf, in God we trust. Das ist dieselbe Geschichte wie auf dem Dollarschein übrigens. Ja. Und deswegen habe ich auch nur die englische Version hier von 2. Korinther 4,4 genannt. Satan ist jetzt hier als Gott dieser Welt. Ich mache mal hier einfach ganz prominent da rein. Ja. So. In welchem der Gott dieser Welt die Verstände derjenigen verblindet hat, also blind gemacht hat, die nicht glauben, außer sie haben das glorreiche Evangelium von Christus, der das Image, also das Widerbild von Gott ist, auf sie scheinen. Ja. Mhm. Also alle anderen, die Jesus Christus nicht haben, dienen im Grunde dem Satan. Ja, hier oben das, hast du in God we trust, ja. Ja, aber Gott hat ja eben, wie du oftmals sagst, eben kein Copyright. Nee, ne? Eben, das kann man ja eben für alle geben. Ja, God has no copyright. Und deswegen gibt es jetzt hier auch Leute, die alles abstreiten, bei Quora.com zum Beispiel. Warum sind da zwei Fasci im US-Senat? Und das gibt Leute, die jetzt beispielsweise hier Lehrer und Erzieher sind. Und so. Bitte? Educator, Ausbilder. Ja, ja, die alles mögliche sind und die dann sagen von wegen, ach, ich glaube, du meinst dieses Bild und so weiter und so fort. Und du glaubst gar nicht, was es da für Angaben gibt. Es ist unglaublich. Das ist ein altes römisches Symbol, ja, aus dem lateinischen Fasci, das eben Bündel meint, ja, dieses Symbol ist eben vor Rom, schreibt dieser Mensch hier, und es war eben gebraucht bei den alten Etruskern, die ja auch letzten Endes wo gelebt haben, genau, in Italien, 1000 Jahre vor und so weiter, es ist eben erschienen auf der Wand des Hauses, des Kongresses jetzt hier, was ja klar ist,
Ja, weil die Etrusker, die waren 2.500 Jahre vor der Gründung des Staates oder der Vereinigten Staaten von Amerika. Und das ist eben ein offizielles römisches Symbol. Das ist soweit richtig, aber jetzt kommt's. Ne? Das ist sogar die Rückseite von diesem Mercury Dime. Und das hat eben angeblich laut diesem Autor eben nichts damit zu tun. Auch die italienischen nationalen Faschisten, wir reden jetzt hier über Benito Mussolini, die eben in Italien für 21 Jahre regiert haben, die haben sowohl den Namen als auch das Symbol von diesem alten römischen Symbol, ne? Faschismus. Ja, Faschi, diese Bündel der Herrschaft sozusagen. Ne? Da haben wir es dann nochmal. Da habt ihr dieses Bündel. Und er schreibt jetzt hier, und ich mache, deswegen habe ich es grün gemacht, also als falsch, wrong, it's always dangerous, also es ist immer gefährlich, um eben Symbolismus zu assoziieren und etymologisch, also in Wortursprung, mit der Meinung. Haha, unglaublich, ne? Mit der Bedeutung. Die Faschis existierten bevor und während und nach dem Anstieg und dem Fall der italienischen Faschisten. Ja, ist doch logisch. Ja, weil die kommen ja gar nicht von den italienischen Faschisten. Und wenn die von den italienischen Faschisten kommen, kommen die von den Faschisten vor Mussolini. Also den römischen Faschisten, den vom Senat. Damals Oder schon. den etruskischen Faschisten genauso gut, ne? Genau. Weil es steht dann hier zum Schluss, weil er gesagt, die Faschis sind ein Symbol der Regierung, der regierenden Autorität und nicht von Faschismus. Das Problem ist, dass diese Faschis ein Symbol sind für eine autoritäre Regierung. Und das sagt er da nicht bei. Und da geht es darum, da wird nämlich das Autoritäre mit ausgedrückt. Weil diese Bündel, das sind viele kleine Kräfte gebündelt in einem mit der Axt obendrauf, mit der eben, ja, was macht man mit einer Axt, ne? Man zerstört etwas, ne? Man führt Krieg, man schlägt Köpfe ab und was war eh nicht alles. Und das ist die tiefere Bedeutung der Faschis. Und die gab es ja auch im Dritten Reich in Deutschland. Ja. Ne, ist ja alles nichts Neues. Und der Hitler-Gruß, der immer so genannt wird, ist ja auch nichts anderes als ein alter römischer faschistischer Gruß. Den Ja, gibt es seit über 2000 Jahren. ich glaube, das kommt alles noch. Ja, ich meine, die Sendung heute wird sowieso ein bisschen länger wegen meiner ganzen Einfälle hier, aber ich kann es auch nicht ändern. Das Ja, ist mein und Thema. genau diese Knights of Columbus haben natürlich dann auch am 22. November 1963, also genau an dem Tag, wo der Herr Kennedy umgebracht worden ist, einen Nachruf geschrieben. Ne? Also da kommt er jetzt nicht raus. Man kann nicht sagen, der hat da nichts mit zu tun. Der hat nur mal eine Rede gehalten. Ne? Also hier die Knights of Columbus haben also speziell gesagt, dass sie also jetzt total überwältigt sind mit Trauer um den Anschlag auf Präsident Kennedy. The most distinguished member of our order. Also da steht es jetzt hier bitte schön schwarz auf weiß, wenn dieses Dokument echt ist. Ne? So, also von daher, damit wisst ihr eigentlich schon, dass der Kennedy trotz seines netten und adretten Äußeres, wo also sein Haarschnitt nicht mehr in die Augen gefallen ist, dann eben bitteschön immer in der Rüstung eines Kolumbus-Ritters unterwegs gewesen ist. Also da zählt das jetzt nicht, dass man sagt, nee, der wollte nur sein eigenes Ding machen. Also diese Todesanzeige drückt zumindest aus, dass er bis zum Zeitpunkt seines Todes Mitglied in dem Kolumbus-Ritterorden gewesen ist. Deswegen zählt er auch hier dieses Titelbild von Columbia Knights Magazine und so weiter. Knights of Columbus Magazine wird es wahrscheinlich heißen, für 20 Cent zu bekommen. Ja. Jetzt gehen wir weiter mit dem Papst und mit Kennedy und was alles damit zu tun hat. Als die Air Force One, also das offizielle Präsidentenvehikel, wollte ich schon sagen, die offizielle Präsidentenflugmaschine gelandet ist, am 1. Juli 1963, nachdem dann Herr Flievertüt, Michael. Flievertüt. Ja. Hatten wir doch auch in dieser Serie schon, ne? Ja, Musste ich mal ja, eben kurz ja, erwähnen. ja. Air Force One, das Flievertüt des amerikanischen Präsidenten, Toll, um es mal ein ja. bisschen lustig zu machen. Also am 1. Juli 1963, das heißt, der Mann kam gerade aus Irland, der kam von Adenauer, der kam von Charles de Gaulle. Ja, so, also dann ist er dann weitergefahren oder geflogen, besser gesagt, zu dem Führer, ja, also zu dem Papst, als Führer der freien Welt. Da habe ich dann natürlich ausgerechnet, da habe ich gesagt, das ist völliger Blödsinn, der Führer der freien Welt, wer soll das sein, ne? Als wenn es irgendjemand gäbe, der hier frei ist, das hat aber andere Gründe. Er hat das Pech gehabt, dass er seinen, in Anführungsstrichen, Lieblingspapst, den Papst John, den großen John, Big John, nicht mehr getroffen hat, sondern eben dann mit seinem Nachfolger, dann eben Giovanni Battista, Kardinal Montini auf Milan, now, jetzt Papst Paul der Sechste, vorlieb nehmen musste. Und dieser Papst Paul der Sechste, den Herr Kennedy da getroffen hat, im Juli 1963, war der 262. Papst wegen seiner prägenden Rolle für den Zweiten Vatikanischen Konzils,
Ja, gilt er als mancher, für manchen als Konzilspapst, also ein ganz wichtiger Papst eigentlich, den er da getroffen hat. Und dieser Papst, wird jetzt gesagt, offiziell auf Wikipedia, ja, dem unterstand ab 1944 die päpstliche Hilfskommission für Flüchtlinge, die Katholiken zur Immigration verhelfen sollte, unterstützte aber auch viele Flüchtige der Justiz zu entkommen. Und das steht hier nicht drin, aber das geht sich hier auch um Nazis, um ehemalige. Aufgrund der Empfehlungen der Hilfskommission stellte das Rote Kreuz, machen wir am besten auch mal rot, zahlreiche Reisedokumente aus, die auf eine Auswanderung möglich machten. Sie lauteten oftmals auf falsche Namen. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, dieser Mensch ist Staatssekretär für die päpstliche Hilfskommission für Flüchtlinge. Die gibt es übrigens heutzutage unter anderem Namen. Da heißt sie Jesuits Refugee Service. Und das heißt also, dass dieser Papst damals als seiner Funktion als Staatssekretär oder Pro-Staatssekretär dann eben auch teilgenommen hat an unlauteren Aktionen sozusagen, nämlich mit Lügerei, also ein Verstoß gegen ein biblisches Gebot, ein falsches Zeugnis. Die haben falsche Dokumente bzw. Dokumente auf falschen Namen ausgestellt. Und diese sogenannten Rattenlinien, da wurden die Flüchtlinge, das ist hier total nett beschrieben, aber eigentlich geht es hier um eins, da kommen wir auch gleich zu, um Odessa, diese Flüchtlinge hauptsächlich nach Argentinien geschleust. Und jetzt gucken wir uns doch einfach mal diese totale Zufälligkeit der Symbole zwischen dem deutschen Roten Kreuz, zwischen dem souveränen Malteserorden, der ein Ritterorden ist, und der Malteser Hilfsdienst an, da in Nähe zählt. Ne? Die Nähe zur souveränen Militärordnung, der letzten Endes jetzt nicht umsonst die militante Abteilung ist des Malteser Hilfsdienstes. Wenn ihr irgendwann mal die Gelegenheit habt, ich habe es jetzt hier nicht zum 500. Mal reinkopiert, euch mal anzugucken, wie der souveräne Militärorden von Malta beschönigt geschrieben wird in Deutsch, aber wahrscheinlich macht das so viel Spaß, dass wir es zum 600. Mal nochmal machen. Dann gucken wir uns einfach mal an, was SMOM in Deutsch und in Englisch heißt. So, in Deutsch, wir dürfen nicht beunruhigt werden, wir wollen keine besorgten Bürger sein. Da heißt es hier der souveräne Ritter- und Hospitalorden vom Heiligen Johannes zu Jerusalem, von Rhodos und von Malta, früher zu Jerusalem, genannt von Rhodos, genannt von Malta. Also hier geht es dann mehr um Rhodos und Malta als um alles andere. Wir halten fest, ein Ritter- und Hospitalorden, das klingt doch toll, oder? Zumindest, solange wir nicht auf der englischen Wikipedia nachgucken, denn plötzlich knallt uns Folgendes entgegen: die Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem, Rhodes and Malta. Da haben wir nämlich plötzlich das Militär drin, ist gar nicht mehr so nett, ne? Na klar, es sind auch Ritter, aber Ritter zeichnen sich nicht damit aus, dass sie Suppe kochen, Verbände pflegen und Pflaster wechseln oder Cremes und Salben herstellen, sondern ein Schwert in der Hand haben. Genau wie? Genau. Die Kolumbus-Ritter, die was sind? Die amerikanische Abteilung der Sovereign Military Order of Malta oder speziell für die meinetwegen auch die irischen eingewanderten Katholiken. Herzlichen Glückwunsch. So, das heißt, wir haben hier den Malteser Hilfsdienst als zivile Organisation, die immerhin in Deutschland 1 Million Mitglieder hat. 1 Million, das ist Stand diese Woche. Und wir haben die militante Organisation, das heißt, die einen vergießen das Blut, ja, das sind die richtigen Ritter mit dem Schwert in der Hand, und die anderen sammeln das auf, ne? Beides bringt Profit. Ist Das nicht. sind nur Ist Frontorganisationen, solche Sachen wie das Deutsche Rote Kreuz. Das ist eine Frontorganisation. Die hält man nach außen und sagt von, guck mal, wie toll wir sind, wie gut wir sind, was wir nicht alles Tolles machen. Aber dahinter steckt dann diese militärische Organisation der Malteser Ritter. Ja, und gleichzeitig Und kann jemand. genauso, und Entschuldigung, und genauso ist das mit den Freimaurern, wo du ja diese, wie heißt das jetzt da, diese Rotary, Rotary Clubs Club, hast, ne? ja. Ja, Rotary Clubs hast und so, ne? Die nach außen hin so als schön sind und wohltätig und alles drum und dran. Ja, wie zum Beispiel auch die Freimaurer, die besitzen in Amerika so gut wie jedes, wie nennt man das im Deutschen jetzt, Rüsthaus, da wo die Alten im Pflegeheim, ja? Also die ganzen Pflegeheime in Amerika, die sind von Freimaurern regiert. Aber wenn ihr da mal ein bisschen was drüber lernen wollt, dann müsst ihr euch mal mit Tom Fress in Verbindung setzen, weil seine Frau arbeitet schon seit 40 Jahren oder sowas, in so, 30 Jahren in so einem Pflegeheim. Ja, Ja? worum es mir Und jetzt auch wie das geht, da hinter den Kulissen zugeht, ist was ganz anderes, als was nach außen der großen Masse erscheint. Nach außen der große Masse, die große Masse, Deutsches Rote Kreuz, oh, wunderbar, helfen Unfallopfer, helfen dies und das und jenes, ja, streite ich gar nicht ab. Das Problem ist nur, die sammeln auch viel Geld ein.
Und dann Ja, sollen die das mal ist nicht gucken, nur wo das das, vor Geld allen Dingen, was die hingeht. Leute nicht sehen, ist der Punkt einfach, dass dieses Rote Kreuz beispielsweise auch auf den Schlachtfeldern der Welt einfach mal so drauffahren kann und unbehelligt wird und dann letzten Endes nicht nur Verletzte, sondern auch Informationen sammelt. Das heißt, die haben letzten Endes auch eine ganze Menge Informationen von den Soldaten, ne? Ist egal, es gibt ja ein internationales deutsches Rotes Kreuz, das ist jetzt nicht nur auf Deutschland jetzt hier beschränkt, ne? Wer mehr darüber wissen will, über die Organisation der deutschen. Ja, wie soll man mal sagen? Wie war das nochmal? Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen. So war das, glaube ich, ne? Odessa. Ja, über die ganze Nazi-Flucht-Absatzbewegung, wo dann auch der Papst drin verwickelt war, den der Herr John F. Kennedy da getroffen hat. Der sollte sich Okigoni angucken, The Real Odessa, London 2002. Davon gibt es auch eine deutsche Übersetzung und erstaunlicherweise gibt es ein ganz kurzes Interview von ihm auf den Tagesthemen. Man glaubt es kaum. Das ist hier sehr interessant, weil ein gewisser Jörg einen Kommentar drauf gegeben hat und hat gesagt, dieses Buch sei sehr zu empfehlen. Zum einen, weil er das mal selber gelesen hat, also auch eine Lesung von gemacht hat. Und es gibt da in Deutschen eine Fußnote auf Seite 30, die Fußnote Nummer 26, die natürlich etwas anders ist im englischen Format. Aber hier habt ihr mal diese Fußnoten aufgrund von Einschränkungen ohne weiteren mündlichen Kommentar von mir einfach mal in Deutsch und Englisch gegenübergestellt. Das ist eine originale Fußnote aus diesem Buch. Ein anderes Video, wo Ukigoni mit zu tun hat, das ist ein Geschichtsforscher sozusagen, der heißt Josef Mengele-File und in der sagt er, ich habe mir Dokumentationen angeguckt und irgendwie hat keiner, also angeblich jetzt keiner, hat irgendwie danach geschaut und so weiter, wie das denn überhaupt möglich ist, dass auf den originalen Fluglisten tatsächlich der originale Klarname von Josef Mengele auftaucht. Also das kann ja kein Zufall sein, das scheint ja eher so zu sein, als wenn da eben alles durchgewunken wurde. Ne? Denn also dieser Name ist ja nun halt, wenn man jetzt in Richtung Südamerika tendiert, garantiert nicht überall so 0815 wie Johnson oder Smith oder was weiß ich. Ne? Also fand ich schon interessant, ne? Dass also da jetzt hier angeblich laut Okigoni eine Flugliste oder eine Passagierliste existiert, wo der Klarname von Herrn Mengele draufsteht. Ne? Gibt ja nichts, was es nicht gibt. Kann alles so sein, muss nicht so sein, aber es gibt eine ganze Menge Rückendeckung von eben solchen Organisationen und da war eben dieser spätere Papst, war eben da auch zuständig für. Das heißt also, da wird eine ganze Menge. Ja, Menschenschmuggel, sage ich jetzt schon mal fast, betrieben. Ne? Das hat ja nichts mehr mit einem Kavaliersdelikt zu tun. Ne? Aber das ist eben Du genau. sagtest, Entschuldigung, du sagtest gerade, der Ukigoni, der ist Historiker. Hast du nicht ganz Unrecht, der hat sich der Sache zugewidmet, aber sein Vater war, meine ich, argentinischer Botschafter. Frage ihn jetzt nicht, in welchem Land. Der ist also sogar in diesen Kreisen groß geworden. Deswegen hat er auch gewusst, in welchen Archiven und so er nachgucken muss. Und sein Buch, Das wahre Odessa, das es ja wie gesagt in Deutsch und in Englisch gibt. Und ich habe nicht das ganze Buch gelesen, nein, und ich habe auch nicht eine Lesung drüber gemacht. Ich habe Teile davon eingearbeitet, glaube ich, in die verborgene Geschichte der Jesuitenlesung, das Buch von Edmund Parris, da habe ich das mit reingemacht. Das ganze Buch habe ich nicht gelesen, aber die ersten 5 oder 6 Kapitel und ja, ich werde auch Also. gerne nochmal weiterlesen. Ich habe es dann in Englisch habe ich es erst gelesen und als ich dann die Fußnote gelesen habe, habe ich gesagt, das Buch muss ich in Deutsch haben, da führt kein Weg dran vorbei. Und da stand dann dieselbe Fußnote darin und das sollte einige Leute aber zum Nachdenken anregen. Der Ukigoni jedenfalls kommt selber aus einer Diplomatenfamilie und weiß deswegen auch, in welchen Archiven er schauen muss, um seine Unterlagen zu bekommen. Und er hat deswegen auch leichter Zugang zu solchen Archiven. Der Mann ist nicht nur er selber, sondern auch seine Mitarbeiter um die Welt gereist und haben in verschiedenen diplomatischen Archiven, Stadtarchiven und so weiter rumgeschaut. Und das Buch ist absolut von A bis Z dokumentiert. Also das ist keine Verschwörungstheorie und kommt dann noch von einem, ich sag mal, Insider, ne? Weil er selber aus einer Diplomatenfamilie kommt. Das wollte ich nur mal eben Ja, kurz dran das hängen. stimmt. Also Sein Vater er ist war. kein Historiker, sondern eben Ja, der politische ist also Familie. auf Wikipedia also benannt als Journalist und Historiker und sein Vater war halt Konsul gewesen, argentinischer Konsul in den USA Ja, und Konsul, ich habe jetzt gesagt genau. Botschafter, aber so genau weiß ich Ja, das jetzt auch ja, nicht mehr. Da ja, müsst ihr mich ja. entschuldigen, aber ne, ist Ja, ja ne, in genau. derselben Richtung. Ja. Eine Axt, die in dieselbe Kerbe schlägt, ne, um nochmal zur Axt von der Fasching zurückzukommen.
Ja, und dann kommen wir eben zum nächsten Punkt. Genau, der Kennedy war ja deswegen da, weil kurz zuvor der Papst überhaupt erstmal gewählt worden ist. Also der Papst, der sich in der apostolischen Nachfolge sieht, der wird dann von Menschen gewählt und nicht von Gott erwählt, sondern von Menschen gewählt. Ich glaube, ein großer Unterschied, würde ich mal sagen. Und Papst kommt, also Pope, kommt etymologisch einfach von Papa, von Vater, was ja letzten Endes dann auch die Italiener, glaube ich, ihn dann auch selber so nennen. Und was steht in der Bibel drin? Das habe ich jetzt nur in Englisch, weil damit ihr seht, Father, Father, ja, dass du eben keinen Muss ja mehr. auch, Entschuldigung, ich muss noch mal unterbrechen, dass Pope von Papa kommt, muss ja auch, weil er ist ja der Bischof der Bischöfe und der Bischof ist ja ein Kirchenvater. Ja? Ein Bischof ist ja der Vater einer zusammenhängenden Ja, steht er hier. Parochie oder wie man das eben nennt. Ne? Bischof, ja genau, eben vom Bischof kommt eben der Vater. Ne? Deswegen ist es ganz normal, dass Papst eben Papa heißt. Ne? Ja, und in Matthäus 23,9 steht eben drin, dass wir niemanden unseren Vater auf der Erde nennen sollen, denn nur einer ist unser Vater, der im Himmel ist. Genau so ist das. Ja? Denn niemanden Vater hier auf dieser Erde, vor einer ist euer Vater, der ist im Himmel. Ja. So, am 30. Juni ist er gekrönt worden und am 1.7. ist der Herr Kennedy nach Italien. Also direkt, also das war frisch, also viel frischer geht nicht mehr. Ja, und das deswegen, also da war dann der Herr Kennedy dann beim Papst gewesen, ne? Und der Papst ist dann auch beschrieben worden, meiner Meinung nach, im 2. Thessaloniker 2, 3 bis 4. Und ja, ein ganz, ganz wichtiges Kapitel, 2. Thessaloniker 2, aber hier sagt Paulus eben den Menschen in Thessalonik, lasst euch von niemandem irgendeiner Weise verführen. Und ich füge da hinzu, passt auf, wenn ein Mensch den Mund aufmacht, dann lügt er. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Ein weiterer interessanter Teil dieses Kapitels oder besser gesagt dieses Verses 3, da steht der Sohn des Verderbens. Wenn ihr mal die Bibel durchlest, dann werdet ihr sehen, dass der Titel der Sohn des Verderbens auf zwei Leute nur in der Bibel zugepasst wird. Und der Kandidat, der jetzt direkt weiß, welche zwei Menschen das sind, der kriegt 100 Punkte und hat eine Waschmaschine gewonnen. Waschmaschine? Ja, haben wir früher in der Schule so gesagt. Ach Der so, Kandidat hat 100 okay. Punkte und hat eine Waschmaschine gewonnen. Ja. Ja, okay. Ich sage es jetzt nicht, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ja, okay. Dann sehen wir, dass ihr mitdenkt. Okay. Ja, gut, also das ist die Geschichte mit dem Papst und jetzt kommt eben die Geschichte das ist halt einfach der Gott dieser Weltzeit, ne? Das ist eben genau die Geschichte, die jetzt hier die Menschen verblendet, indem sie die Bibel nicht lesen, einfach Menschen glauben, Menschen folgen, anstatt Gott zu folgen. Das ist eben die Geschichte auch mit allen Herrschern eigentlich, dass die Menschen sowohl der kirchlichen Herrschern als auch den weltlichen Herrschern nachfolgen und sie idolisieren. Das sieht man eigentlich meiner Meinung nach an dem Beispiel von Kennedy ganz gut. Kennedy wird immer so als reines Opfer dargestellt. Der ist natürlich Opfer, aber der wird halt letzten Endes auch ganz falsch dargestellt. Der war letzten Endes Katholik und Ritter. Ich meine, das muss man einfach mal benennen. Und im Lukas 4 und Matthäus 4 ist ganz klar, dass die Menschen, die halt Macht streben, Satan anbeten. Ja? Also, ob der Herr Kennedy jetzt nur freiwillig oder unfreiwillig da reingestolpert ist in die Präsidentschaft, ist ja nun mal die eine Sache. Aber dass der halt Katholik war und ist und als Katholik und als Ritter gestorben ist, das ist ja nun mal halt unbenommen. Das haben wir ja an der Todesanzeige von den Knights of Columbus beispielsweise gesehen, ne? Und im Lukas 4 und Matthäus 4 sagt eben der Teufel, oder gibt der Teufel zu, dass er eben diese ganze Macht über die Königreiche der Welt eben demjenigen gibt, der ihn anbetet. Ja, das ist eben die Geschichte dabei. Worship, ne? Das ist die Geschichte dabei. Worship, Worship, Worship. Anbetung. So, und in dem Moment, wo wir jetzt hier einen Präsidenten haben, ist er natürlich einer dieser Könige der Welt und damit ist er natürlich einer der Inhaber dieser Königreiche der Welt. So muss man das einfach mal sehen. Also ein richtiger Christ, jemand, der andere Menschen liebt, der strebt nicht nach einem hohen Amt. Der möchte anderen helfen. Der möchte letzten Endes irgendwo ja, bei seiner Familie zusammen sein. Aber als Präsident der Vereinigten Staaten, da bist du ein Machtmensch. Da bist du letzten Endes jemand, der Entscheidungen trifft. Da bist du in Krieg verwickelt. Da musst du halt Befehle geben. Und das hat eben nichts damit zu tun, dass du dann noch ein liebevoller Familienvater und alles Mögliche bist. Und ich denke, das ist auch eine Schere, die dann so weit auseinandergeht, dass man eigentlich jetzt heutzutage sehen kann, dass diese ganzen Regierungs
Führungspositionen mit Menschen besetzt sind, die entweder zu alt sind, um sich um ihre Familie zu kümmern, oder aber direkt schon überhaupt keine mehr haben, weil sie reine Macht- und Karrieremenschen sind. Ja, also Präsident Kennedy ist also der erste offizielle katholische Präsident der Vereinigten Staaten gewesen. Der nächste wäre dann jetzt hier der Joe Biden, wenn man den überhaupt als Präsident jetzt so sehen kann. Und der Präsident JFK war ja damals dann ebenso berüchtigt, als er den der kleine John gewesen ist und der Präsident der große John gewesen ist. Wenn man jetzt immer so denkt, dass jetzt so der nächste katholische Präsident eigentlich jetzt so der Joe Biden gewesen ist, der ja offiziell ist, dann habe ich jetzt hier ein anderes Argument. Ich habe nämlich dieses Argument, dass es hier einen Artikel gibt über eine heilige Allianz von eben Reagan und dem Papst. Und wir reden jetzt hier über 1992, Time Magazine 1992. Und was steht hier drin? Wie Reagan und der Papst sich verschworen haben, conspired, habe ich mir nicht ausgesucht, hat die Time so getextet. Ja, über die, um die polnische Solidaritätsbewegung oder Gewerkschaft da zu unterstützen. Die heilige Allianz zwischen was? Ja, zwischen Staat und Kirche auf der einen Seite und zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vatikan auf der anderen Seite. Oder zwischen dem Präsidenten und dem Papst. Da haben wir doch genau dieselbe Geschichte. Was dem Kennedy damals vorgeworfen wurde, hat der Ronald Reagan einfach gemacht. Das ist doch mal ein Ding, ne? Und dann erzählt man uns, der Biden wäre der zweite katholische Präsident. Ja, hallo? Das ist echt unglaublich. Und dann wird es noch besser. Dann habe ich hier eine Rede gefunden, die er gehalten hat 1986 über Satellit, über die Ritter von Kolumbus. Was ist jetzt sehr interessant ist, ist, dass, wie gesagt, jetzt also du siehst, dass alle Zusammenhänge, er arbeitet mit dem Papst zusammen und gleichzeitig macht er dann auch noch hier, das gleichzeitig, ne, aber erwähnt er jetzt hier auch noch eine Rede für die Knights of Columbus. Also was das jetzt noch mit Protestantismus und protestantischen Präsidenten zu tun hat, erschließt sich mir überhaupt nicht. Also für mich ist das alles letzten Endes jetzt hier alles schon voll auf Linie, was letzten Endes auch die Geschichte mit dem Holy Father, I give you my country, dann auch bestätigen würde. Zudem war er derjenige Präsident, der bei der Inauguration, also bei der Amtseinführung dann auch in Richtung des Obelisken oder des, ja, man sagt ja Washington Monument dazu, aber eigentlich Obelisken dann auch geguckt hat und gibt es ja auch eine ganz andere Geschichte dazu. Ne? Ja, und das ist eben die Sache, wo ich sage, das kann nicht sein, Leute, das ist alles sowas von offensichtlich. Der Joseph P. Kennedy war Botschafter gewesen, der war ein prominenter amerikanischer Katholik gewesen. Alles deutet hier darauf hin, alles deutet darauf hin, dass letzten Endes die ganze Geschichte immer unterstützt worden ist von Katholiken und sonst gar nicht. Also das hat nicht nur einen politischen Hintergrund, sondern der Kennedy Senior hat ja selber auch Verbindungen zum Erzbischof von New York gehabt. Also das ist ganz klar. Ja, Kardinal Roncalli, Montini, das ist halt der Nachfolgepapst und so weiter und so fort. Hinter den Kulissen sieht man, dass eigentlich Papsttum ein politisches Amt auch ist, ne, was ja letzten Endes durch den silbernen Schlüssel der Vatikanflagge dann auch noch dargestellt wird, dass es nicht nur ein pontifikales oder ein geistliches Amt ist, sondern, das habe ich jetzt hier nicht reingeklebt, sondern letzten Endes Kirche und Staat vereint. Also der Vatikan lebt eigentlich das vor, was er den anderen aufdiktiert. Ne? Ist ja auch nur konsequent irgendwo. Leider hat da das muss ich noch mal kurz was zu sagen, Michael. Ja. Weil da müssen wir ja mal eben schauen. Da gibt es ein Bild von mir, das du wahrscheinlich auch mal gesehen hast. Mit den kurzen Haaren? Dir das mal, nein. Ich schicke dir das mal eben hier kurz auf Skype. Und dann kannst du das gleich für unsere Zuschauer einblenden. Warte mal, das ist hier. Und da sagt der Papst es ja selber. All hail Caesar. Papst Pius IX. In seinem Diskursi sagte, der Cäsar, der euch jetzt adressiert, also der sich jetzt an euch richtet und dem ihr alleine Gehorsam und Treue schuldet. Der Papst sagt, der Cäsar, er sagt es von sich selber. Er kombiniert Staat und Kirche in seiner einen Person. Das, dachte ich, ist doch mal vielleicht ein ganz interessantes Bild, um hier mit reinzumachen. Ja, ja, jetzt ist es da reingeklebt. Ja, genau. Interessante Fußnote. Jetzt kommt die Geschichte eben mit dem Papstbesuch eben nicht bei Papst John, dem Großen, sondern bei Papst Paul oder Paulus oder wie auch immer. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Augenblick für den Präsident JFK. Der hat nämlich dann gesagt... Paul, also Entschuldigung, also John heißt Johannes im Deutschen, Johannes der 23. Das ist übrigens ein Papsttitel, den es schon mal gegeben hat, darf man nicht vergessen. Normalerweise wählen die Päpste ja immer einen individuellen
einzigartigen Namen, ne, der also dann nicht nochmal gebraucht wird, aber Papst Johannes der 23. war schon mal gebraucht, und zwar in der Zeit des Schismas Ende des 15. Jahrhunderts, wo es da verschiedene Päpste gab. Da gab es auch schon mal einen Johannes den 23. und John heißt also Johannes und Paul der 6. heißt wirklich Paul. Und dann hast du noch Johannes Paulus, den 6. John Paul the 2nd, Johannes Paulus den 2., den mit seinem zweitlängsten Gut, das ist das, wie wir das ja aussprechen in Deutschland, aber die Amerikaner, falls sie zuhören, es ist eben Pope John und ich sage ja auch nicht Johannes F. Kennedy, sondern John F. Kennedy, also von daher, aber gut, geschenkt. Ja, aber Pope John muss man halt sagen, John the 23rd, mhm. Also John der 23. Mhm. Und bei uns in Deutschland ist es dann halt Johannes der 23. Aber wir machen die Sendung hier ja für unsere deutschen Zuschauer und sollten dann ja eben auch sagen, Pope John heißt Papst Johannes der 23. Das wäre jetzt eben richtig sagen. So, also der Präsident Kennedy hat eben die Wichtigkeit dieses Momentes dann eben dann realisiert und hat eben ein kurzes Kopfnicken gemacht in der Richtung des Papstes, und dann haben sie eben dann die Hände geschüttelt. Genau dieser Papst, wo wir jetzt gleich reingehen, hat eine Botschaft gesagt wegen dem 22. November 1963 zu dem amerikanischen Volk vom Papst Paul dem 6. Ne? Die ewige Ruhe sei deine, ne? Sagte der Herr Papst Heilige Paul der 6. über den Präsidenten Kennedy. Ne? Der Papst hat hier die amerikanische Fernsehgesellschaft oder Television Crew gebeten in die päpstlichen Appartements, dass er eben seine Trauer und seine Gebete und so weiter dann ausdrucken könnte. Und diese Nachricht wurde dann ausgestrahlt von ABC, also American Broadcasting Corporation, und auch über das italienische Radio verbreitet. Er sagt jetzt hier, das ist jetzt kein Spaß, kurz nach dieser Ermordung von Kennedy, wir sind tief getroffen durch diesen traurigen und tragischen Neuigkeiten von der Ermordung des Präsidenten der Vereinigten Staaten, JFK, und von den ernsten Verwundungen von Gouverneur John Connolly von Texas und so weiter. Und er sagt jetzt hier folgenden Satz, der mir total aufgestoßen ist. Er hat Folgendes gesagt, ich mache das ganz langsam jetzt hier. And we pray to God, ja, that the sacrifice of John Kennedy, also hier geht es um ein Opfer, um eine Opferung. Wir beten zu Gott, und ich habe ja schon mal gesagt, und der Jörg ja auch schon, Gott hat kein Copyright. So, in God we trust kann ja auch heißen, wir glauben an den Gott dieser Weltzeit oder an Satan. We pray to God, wir beten zu Gott, dass das Opfer von John F. Kennedy eben dann auch helfen wird, um die Freiheit der Menschen und den Frieden in der Welt zu verteidigen. Ja, guckt euch mal das an. Wenn man das jetzt im satanischen Geist liest, dann weiß man aber auch Bescheid, wie also der satanische Frieden in dieser Welt dann aussieht. Das heißt dann die Ausrottung aller Christen. Ja? Und dann sagt der Papst selber, er war der erste katholische Präsident der Vereinigten Staaten. Mhm. Ja, aber für mich ging es um dieses Wort. Ne? Sacrifice ist ein Opfer. Also der Papst sagt selber, kurz nach der Ermordung, dass John F. Kennedy geopfert wurde. Und wer hat alle Opferungen aufhören lassen? Mhm. Ja, das ist ich auch glaub, etwas, was... Wenn man John F. Kennedy heute fragen würde, würde er nicht sagen, dass er sich geopfert hätte für das Wohl des amerikanischen Volkes. Nein, aber das ist doch eine Sache, die kommt doch auch in keiner JFK-Kombination raus, wenn man sagt, ah, der Papst hat das und das gesagt. Das ist doch total wichtig. Das ist das Oberhaupt, das religiöse Oberhaupt von dem Präsidenten der Vereinigten Staaten gewesen. Und er benutzt das Wort Sacrifice. Ja, der Papst, das Oberhaupt von 1,5 Milliarden Katholiken auf dieser Erde. Ja. Und ich weiß nicht, wie viele denjenigen, die sich protestantisch und Christen nennen, auch noch. Ja, guck dir das an. Es ist ein Tag nach der Ermordung, 23.11. Da war der Mann noch nicht mal beerdigt. Nee, das hat noch ein bisschen gedauert. Ja? Ja, das ist echt unglaublich, wenn du das jetzt alles mal siehst. Also egal, wo ich da reingehe. Ja, aber wie gesagt, was erstaunt uns dann bei den Bildern, die uns da präsentiert werden. Wenn man die dann mal mit Verstand, ich mache es mal ein bisschen kleiner hier, ich hoffe, dass das klappt. Ja, das sieht gut aus. Ja, mit Verstand mal lesen jetzt hier mit Bibeltexten, dann ist doch eigentlich klar, wer das ist oder was das ist. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben. Geheimnis. Babylon die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Ja,
Guck mal, da hast du hier Purpur, da hast du Scharlach, da hast du die goldenen, ach, Edelsteine, Becher und Perlen, alles so toll geschminkt. Was hatte Jesus Christus? Der ist auf dem. Ach, nix. Jesus Christus hat nicht gesagt, ihr sollt mir huldigen, ihr sollt mir Tempel bauen, ihr sollt mir Becher bauen und dies und jenes. Der hat ganz klar ist beschrieben, wer wer ist auf dieser Welt. Jesus Christus hatte noch nicht mal ein Kissen, um seinen Kopf drauf zu betten. Ja. Und ist auf den Esel eingezogen und nicht auf ein Pferd und Papamobil und so weiter und so fort. Und das ist eben die Geschichte dabei. Das ist doch ganz klar, was es ist. Ja, uns wird immer alles falsch erklärt, ob das jetzt Inri ist und so weiter und so fort. Es wird immer falsch erklärt. Es ist alles falsch, es ist alles gelogen. Es ist alles exoterisch, es ist alles nur für das gemeine Volk. Ja, das hat eben nichts damit zu tun. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. In Johannes 19,19 steht drin, dass eben der komplette ausgeschriebene Titel da drauf stand und gerne Abkürzung. Abkürzung können alles heißen. Eben wie das Inri da oben, das stand nicht auf dem Kreuz von Jesus Ja, damals. ja, ja. Und überhaupt, steht in der Bibel auch noch bei, dass das in drei Sprachen da drauf stand, nämlich auf Hebräisch, auf Latein und in Griechisch, wenn ich mich nicht irre. Ja, das Das ist ist an einer anderen unglaublich. Ja, Stelle. ja. Hier Und finden wir nur, dass es da, aber ich meine, es steht in der Bibel drin, dass es in drei Sprachen ja, ich drauf habe jetzt stand. nur hier den einen Vers reingemacht. Ja, es gibt zwei Verse, glaube ich, wo das drin steht. In dem anderen steht drauf, dass es eben in drei Sprachen drauf war, ne? Ja. Und Ja, Inri und ist ja nur eine lateinische Abkürzung. ja, und den Mord an Cäsar bezeichnet man als Tyrannenmord, weil eben Cicero geschrieben hat in Ad Atticum, dass eben Marc Tullius Cicero gesagt hätte, dies sei das gerechte Ende eines Tyrannen gewesen. Was genau der Satz ist, den der Attentäter von Abraham Lincoln dann auch gesagt hat. Sic semper Ja, tyrannis, ne? und darf ich nicht vergessen, im Englischen das Wort Regicide heißt Königsmord. Regizid. Ja, Das das war ist ja, wo dann das hier herkommt, Regis ne? oder der Regent, ja. Ja. Der Der Regent. Regent, ja, aber Regizid ist halt der Königsmord. Zid, ne? Der Zid, Zid, ja, in diesem Fall, ne? Das ist dann der Mord, ne? So wie eben auch Homicide, ne? Für Mord, das gebraucht wird. Und wie sagt man das im Deutschen? Spricht man auch zum Beispiel von Genozid, Völkermord, ne? Das zieht Regizid, Königsmord. Da kommt das her. Das ist die Etymologie, das ist das Verständnis davon. Und das verstehen die meisten Leute nicht, weil sie sich da nicht drum kümmern. Nein, was auch Angst macht. Es macht ja auch, die Wahrheit macht ja auch erstmal Angst. Die macht zwar im Prinzip frei, aber erstmal ist die Reaktion darauf Angst, Hass und Abwehr oder wie auch immer. Ich erlebe das auch immer wieder, aber wenn du den Leuten das sagst, dass also Inri heißt, es ist gerecht, ungläubige oder ketzerische Könige, Regierungen oder Herrscher auszurotten oder zu vernichten, dann das haben die noch nie in ihrem Leben gehört. Ja. Das haben die noch nie gehört. So, und hier ist also die Schwarz-Weiß-Aufnahme der vorgelesenen Trauerrede auf den John F. Kennedy. Er sagt dieses Wort bei ungefähr 20 Sekunden. Das könnt ihr euch selber angucken. Ja? Pope Paul's Sixth TV Broadcast following the assassination of President Kennedy. Das ist offiziell verfügbar. Das ist jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie in den geheimen Annalen des Vatikans oder so. Ja, hier kommt irgendwann mal der, aber jetzt nicht. Wo bin ich denn jetzt? So. Das ist nix, nix, nix. Was habe ich denn jetzt gemacht hier? Ja, so. Ellen. So. So, Ellen mit A. Kommt mir wieder bekannt vor. Ja, das ist also nichts, was ich mir aus den Fingern gesaugt habe, sondern das sind also Sachen, wenn man sich damit beschäftigt, dann fallen die einem auf, ne? Ja, das ist genau wie der Geschichte mit Alfred E. Smith und Alfred E. Neumann, ne? Das fällt einem dann irgendwann mal auf, ne? Diese ganzen Zufälligkeiten in dieser Welt, ne? Ja, der arme John F. Kennedy, der halt Zielscheibe gewesen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Und dem hat man vorgeworfen, eine zu große Papsttreue zu haben. Hätte er die gehabt, würde er eventuell überlebt haben. Also ist so ein bisschen komisch. Also da ja angeblich er dann den CIA zerschmettern wollte, der dann die Geheimdienstabteilung der katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten ist, kann er sich ja nicht so besonders gut mit den päpstlichen Arrangements um ihn herum dann arrangiert haben, um das mal ganz nett auszudrücken. Sondern eigentlich ist das, dass er dann irgendwie zwischen allen Stühlen sah. Also wie kann ich dann gleichzeitig dem Papst nicht folgen und mein eigenes Ding machen wollen, den CIA zerschmettern wollen und gleichzeitig Kolumbus-Ritter. Also irgendwie finde ich jetzt den Herrn Kennedy reichlich suspekt nach diesen ganzen Sachen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der kommt mir ja mittlerweile ganz anders nicht drüber, als er uns eigentlich dargestellt wurde.
Juni und Juli 63 war ein total erinnerungswürdiger Reise für den Präsidenten, mehr als er sich jemals hätte vorstellen können. Es war dann auch so, dass er von Paris und so weiter nach London und so weiter und dann mit Konrad Adenauer, da hatten wir ja diesen Exkurs gehabt und dann final zum Papst. Und hier seht ihr final dann auch bei 50 Sekunden in diesem Video, Visits Pope Paul VI in the Vatican City, eben die Verbeugung von dem John F. Kennedy zum Papst, ja, der gerade frisch Papst war. Und das ist derselbe Papst, der ihm sozusagen dann gesagt hat, oder der gegenüber den Fernsehkameras gesagt hat, das Sacrifice, das Opfer von John F. Kennedy, dass John F. Kennedy geopfert wurde für den Frieden und die Sicherheit in der Welt. Ja, toll, ne? Super. So, und da seht ihr jetzt beispielsweise, wie die Dame sich verhalten hat. Wir reden über Jackie Kennedy, hat natürlich einen Knicks gemacht. Vor ihm kann man das nicht besonders gut erkennen. Ich habe es versucht einzufangen. Und hier seht ihr jetzt mal genau im Bild, was ich jetzt noch ein bisschen größer mache, damit man vielleicht mal sieht, warum ich das hier geschrieben habe, unten drunter. Der mächtigste Mann der Welt. Das ist nicht verkehrt, was ich hier geschrieben habe. Im Endeffekt. Ich weiß gar nicht, warum ich es jetzt nicht hinkriege, das in anderer Farbe. Machen wir es doch einfach mal in Blau. So, der mächtigste Mann der Welt stimmt fast, aber es ist nicht John F. Kennedy. Und vorher wurde er uns ja beschrieben und verkauft als Leader of the Free World, also als Führer, Anführer der freien Welt. So, und jetzt guckt euch doch mal einfach dieses Bild an. Guckt euch doch einfach mal die Größe der Stühle an und guckt euch doch einfach mal das kleine, aber sehr ausdrucksvolle Podest an, auf dem der Papst sitzt. Ne? Wer ist jetzt der Mächtige? Der John F. Kennedy, der da sitzt wie im Schuljungenanzug und dann halt einfach ganz nett in die Kamera lächelt oder irgendwo hinlächelt. Oder der Papst, der mit seinen drei Dienern, die dann wie Superman hinter ihm dann stehen, mit großem Cape, dass sie also gleich abheben und Flügel werden, halb Engel sind oder wie auch immer. Und der Papst, der ihm dann gönnerhaft dann hier dann zeigt, was mit ihm zu tun hat, dass er seine komplette Kutte anhat und da residiert. Guckt euch mal hier den Unterschied an zwischen dem Griff des Stuhles jetzt hier und hier. Ja, guckt euch mal diesen Größenunterschied an. Und dann erzählt mir jemand, dass der John F. Kennedy der Anführer der freien Welt ist und der mächtigste Mann der Welt. Der mächtigste Mann der Welt sitzt auf einem kleinen Stuhl gegenüber jemandem auf einem großen Stuhl, der noch ein Podest unten drunter hat, der in einer komplett zeremonialen Robe da steht. Und letzten Endes auch von seiner Körpersprache hier das ganze Bild einnimmt und dominiert. Und der John F. Kennedy sitzt dann da mit den Händen und so weiter, ist da gar nicht, ist da letzten Endes nur Zuhörer, ist da passiv auf dem Bild. Die aktive Rolle übernimmt der Papst. Ganz einfach. Das ist das, was das Bild ausdrückt, heißt, ich gehorche dem Papst und ich bewundere den Papst. Der muss nach oben gucken. Der Papst redet von oben nach unten, Kennedy guckt von unten nach oben oder andersrum gesagt, muss von unten nach oben gucken. Das ist letzten Endes jetzt hier nicht zufällig entstanden. Das ist Protokoll. Da kriegt kein König der Welt irgendeinen höheren Stuhl als der Papst. Damit ist doch die ganze Reihenfolge und die ganze Hierarchie doch schon klar. Der kann noch so Katholik sein, der kann noch so Ritter von Kolumbus sein, der kann noch so demokratischer Präsident der Vereinigten Staaten sein, der kriegt den kleinen Stuhl. Der kriegt nicht den heiligen Stuhl. Es gibt ja dieses Foto auch in Farbe. Und wir sehen ja jetzt hier die Farben des Satanismus, wie ich immer sage, schwarz-rot, das sehen wir jetzt hier schon in den Kutten und wir sehen ja auch, was hier für eine Entourage, für ein Gefolge drumherum ist und wir sehen, der Kennedy sitzt da ganz alleine da und wird dann, ja, ist dann von einer, ja, ich wollte jetzt keinen despektierlichen Titel, aber von einem Regiment, sage ich jetzt mal schon, von Autoritäten umringt, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man vielleicht immer sieht, und er macht dann da seine Verbeugung, er küsst eben nicht den Ring. Aber er macht dann da die Verbeugung. Und wie gesagt, also wer überlebt hat, ist der Papst und nicht Kennedy. Ne? Ein paar Monate später erst. Und ich glaube, an diesem Bild kann man unglaublich viel ablesen. Und das darf man nicht verkennen. Auch wenn ein paar Jahre später beispielsweise eben der Papst jetzt hier die Vereinten Nationen besucht hat. Als erster Papst 1965, hier sieht man das schöne Desinformations- und Gegenreformationswerkzeug des Foucault'schen Pendels, was letzten Endes ein absoluter Unsinn ist. Da bin ich auch in Englisch schon mehrfach drauf eingegangen. In den Hallen, ja, guckt euch das Muster an von der Halle, in den Hallen der Vereinten Nationen. Das sind übrigens die Ceremonial Stairs, ne, die zeremoniellen Stufen. Ne. Da hat man vielleicht ja schon mal eine Idee, wofür dieses Gebäude gedacht ist. Nicht nur für eine Versammlung, sondern auch eben für, wenn man so wollen, zeremonielle Anlässe. Und hier kommt ein Religionsführer und Staatsführer in einem. Hier kommt jemand, der Kirche und Staat vereint und auch die und auch Vorsteher ist der Vereinten Nationen, was die meisten gar nicht verstehen, weil die Vereinten Nationen natürlich auch genau den Lorbeerkranz des römischen Senats führt,
Ja, im Logo, ne? Und hier seht ihr mal beispielsweise die Körpersprache eines mächtigen Mannes, ne? Der geht nicht hin, setzt sich auf einen kleinen Stuhl und hört dann gespannt zu, sondern der Mann, der lässt sich feiern, der Mann, der geht mit der, der nimmt Breite ein. Dieser Mann ist komplett ausgestattet mit Würde, mit Schmuck, mit entsprechend zeremonialen Dingen. Und dieser Mann, der geht natürlich direkt auf dem sündigen roten Blutteppich mit eventuell roten Schuhen, Autorität was ich ist er jetzt. ausgestattet, Michael. Bitte? Mit Autorität ist Mit er Autorität ausgestattet. ausgestattet, genau. Und die Autorität wurde ihm verliehen vom Drachen, wie wir in Ja, Offenbarung das 13 ist lesen. genau dieselbe Geschichte, ja. Deswegen Ja. wollte ich das nur mal eben noch Ja. kurz anfügen. Ja, Ja. ja, ja, ja. Und hier seht ihr jetzt hier dieses Datum ist 4. Oktober 1965. Das heißt, Kennedy war knapp 2 Jahre tot, dann ist der Papst rübergekommen nach USA. Da hatten die dann kein Problem mit. Die hatten 59, 60 ein Problem mit dem katholischen Präsidenten, hatten aber interessanterweise kein Problem mit einem logischerweise katholischen Papst 1965. Was übrigens auch der erste katholische Papst, wollte ich gerade sagen, es gibt ja nur katholische Päpste. Was übrigens Es auch gibt der niemals erste Papst katholischeren als den in den Papst. Vereinigten Staaten von Amerika überhaupt war. Genau. Ne? Das Ja. wissen viele Leute gar nicht. Ja. Und da gibt es sogar heute noch auf YouTube, glaube ich, einen Film drüber. Und Brett Norman hat den sogar, glaube ich, in einigen Intros Ja, ja. auch mal verarbeitet, diesen Auftritt vom Papst da Ja. 1965. Ja, und was steht hier? Pauls Leben, seine Mission. Guck mal, jesuitische Mission, Agenten. Also der Papst ist ein jesuitischer Agent, ne? His Mission. Missionare. Ne? Quest for Peace. Ja, da haben wir schon wieder Frieden drin. Ne? Dafür, wo John F. Kennedy gestorben ist, sozusagen. Ne? Geopfert wurde. Ja. Ja, und jetzt kommen wir nämlich genau zu der Geschichte mit der Arche und der Taube. Maryland 1634. Maryland war damals einer der wenigen. Darf ich mal kurz fragen, wie lange das noch dauert? Weil wir sind schon wieder bei einer Stunde 15 und Minuten, schätze ich mal. Das sind nicht ja, viel, was jetzt kommt, das sind viele Bilder. dann wäre es 1,5 Stunden, ne? Ich sag's noch mal eben, ne, Naja, bevor du jetzt gut. loslegst. Ne? Gut. Also die Arche und die Taube, Maryland 1634. Das ist genau dieses Schiff, was ausgesandt wurde, sozusagen, um die Katholiken in die neue Welt, also sprich in die Vereinigten Staaten, also die damals noch gar nicht die Vereinigten Staaten waren, sondern sprechen wir einfach von der neuen Welt. Ja? Das ist dieses Buch davon, John Jamos Ives. Die Arche und die Taube, der Anfang des zivilen und religiösen Freiheiten in Amerika, wenn man das mal so frei übersetzen will. Und Das Ende müsste da eigentlich stehen, weil übersetzt es richtig, ja, der Anfang des bürgerlichen und der zivil und der religiösen Freiheit in Amerika, weil es ja eben in den Kolonien keine Religionsfreiheit gab, weil Katholiken unterdrückt wurden aus den bereits von mir vorher genannten Gründen, weil Protestanten dahingegangen sind, die eben der Verfolgung des Antichristen, des Papstes entflohen sind in der neuen Welt. Und dann, ja, das ist ein ganz tolles Buch von Jamos Ives, das Tom Fress auf Inquisition Update mal gelesen hat. Ich habe es selbst nicht gelesen, ich habe seine Lesung verfolgt und ich kann nur sagen, das ist ein wundervolles Buch. Das muss man eigentlich mal gelesen haben oder wie ich zumindest gehört haben. Das nur dazu. Ich wollte dich jetzt gar nicht weiter unterbrechen, aber das ist wirklich ein absolutes Bombenbuch. Wenn du das Buch gelesen hast und Herrscher des Bösen, ne, dann kennst du amerikanische Geschichte, als jeder amerikanische Historiker da an der Universität lehrt. Die kriegen das ja dann so nicht gelernt, ne? Na eben, deswegen ja. Ja, und jetzt gibt es nämlich dann verschiedene Leute, die dafür verantwortlich zeichnen. Also der erste Eigentümer hier von Maryland beispielsweise, von König Charles I., 20.06.1632. Das ist jetzt alles nicht so wichtig. Interessanterweise ist jetzt Folgendes, und zwar die Reise dieser Arche und der Taube. Dieses Schiff, was sozusagen dann, wie man dann sehen hier, von Großbritannien etwas verschlungen, dann hier die Ostküste der Vereinigten Staaten, die es damals nicht gewesen ist, ne, aber halt der neuen Welt sozusagen dann da erreicht hat. Und da kommt jetzt eine Geschichte, die, glaube ich, nicht so jeder auf dem Dings hat. Ich habe hier einen Jesuiten segeln durch die Säulen von Herkules to the New World oder to the New World Order, also zu der neuen Welt. Ne? Hier seht ihr absolut, an diesem Beispiel sieht er hier IHS, da sieht das Symbol der Jesuiten. Ihr seht ja zwei Stelen, eine große und eine kleine. Ihr seht ja sogar die Sonne drüber, das ist eine Sonnenstele, das ist eine Mondstele oder eine männliche und eine weibliche. Und ihr seht ja genau was, hier seht ihr genau nicht keinen normalen Seefahrer, kein Christopher Columbus, sondern ihr seht jetzt hier mehr oder weniger, ja, Kreuzritter. Also hier sehe ich zumindest ein Schild oder sowas oder zumindest Missionare, wie auch immer, in die neue Welt. Und Ja, und nicht vergessen bitte, Michael, die Mutter Gottes, die Jungfrau Maria
auf der zweiten Ja, Stele. genau. Deswegen sage ich Nicht, jetzt nicht dieses vergessen, Beispielchen. nicht Genau. vergessen. Ja, Maryland Der eben, wird ne? alles, der wird Maryland, ne? alles gebildet Marialand. und Maryland kommt nicht von nichts Maryland. her. Genau. Ne? So, und dann deswegen, da seht ihr jetzt schon, also hier ist schon einiges in Tumult, aber die haben hier, guckt mal hier, also wirklich volle Fahrt voraus. Ne? Also hier ist wirklich Vollgas. Ne? Also hier, da gibt es Probleme, aber die haben überhaupt keine. Die sind ja in göttlicher Mission unterwegs sozusagen. Und zwar in der Mission der Jesuiten. Also Mission kommt ja eh von Jesuit. Ne? Und das ist genau wann passiert mit dieser Arche und der Taube? Das kann ich sagen, das ist am Festtag der Heiligen Cäcilia. Das ist also jetzt hier, wird in vielen Kirchen verehrt, sogar in manchen lutheranischen, ein römischer Märtyrer oder Märtyrerin sozusagen. Und das ist die Patronesse von Musik und Musikern und so weiter. Warum wir die noch nicht gehabt haben, weiß ich auch nicht. Ne? Und das gibt es wieder Legende darüber. It is believed to be. Also Legend has it und man weiß nichts Genaues, aber die ist auf jeden Fall verehrt. In den dritten Jahrhundert durch Papst Urban der Erste und so weiter. Also alles letzten Endes jetzt hier noch Sage und Mythe und so weiter, aber den Tag haben sie sich ausgesucht. Und wenn ihr jetzt wüsstet, was jetzt kommt, ja, jetzt kommt einer der großen Zufälle in dem ereignisreichsten Tag des Lebens, des kurzen Lebens von John F. Kennedy. Die sind nämlich genau am Freitag, dem 22. November 1633, ausgezogen. Am Hafen von Cowes in der Isle of Wight begann nämlich dann eben genau dieses katholische Schiff der Arche und der Taube ihre Reise nach Marialand. Ganz genau 330 Jahre später, 33:0, wurde dann der Herr Kennedy genau am 22. November umgebracht. Und am 25. November, wenn ich richtig im Kopf habe, beerdigt, wo nämlich dann an dem Tag sein kleiner Sohn Geburtstag hatte. Und am 25. November, 330 Jahre vorher, war es eben raue See und so weiter und so fort. Und deswegen musste die Taube dann eben dann zurück nach England, währenddessen die Arche ihre Reise fortgesetzt hat. Und hier habt ihr hier Zeitungsausschnitte von der Frankfurter Rundschau. Präsident Kennedy ermordet, mehrere Schüsse, Schütze, ein Rassenfanatiker. Also, ach, alles Desinformation natürlich. 22.11., 22.11. Jetzt erzähl mir mal, die Chance, dass das so ist oder nicht so ist, ist eben 1 zu 365. Na? Noch einer dieser ganz großen Zufälle in der Reihe von Zufällen, die natürlich auch wiederum etwas zu tun haben mit was? Mit religiösem Kontext, mit religiösem Inhalt. Ne? Deswegen kommt noch der Saturntag, heißt ja nicht der Sabbat, im Heidnischen heißt der der Tag des Saturn. Saturn ist eben Satan zugesprochen, der Herr der Ringe, wie ich immer so schön sage. Tja, und das war eben damals dann, sonntags sind also die Schiffe natürlich angekommen und so weiter und so weiter. Und samstags oder Saturday wurde dann eben die erste Messe gefeiert von Andrew White, der was gemacht hat, der nicht Maler oder Anstreicher gewesen ist, auch nicht Montagsmaler, sondern von dessen Namen letzten Endes das Weiße Haus abgeleitet ist. Dass das dann weiß gemacht wurde, war wahrscheinlich dann nur so ein bisschen exoterischer Schnickschnack dazu. Ne? Das ist eben genau passiert am 22. November 1963, 330 Jahre nachdem die Arche und die Taube ausgelaufen ist, um Amerika zu missionieren. Genau. Und das ist alles Schmuh. Da kommen wir später dazu. Ne? Aber die Arche und die Taube, das ist hier von dem Roman, sage ich jetzt schon, von dem Buch von Jamos Ives eben. Das sind eben die Schiffe, die eben dann nach Maryland eben die ersten Siedler unter der Obhutschaft von Calvert dann eben dann da befördern sollten. Und das hat eben damit zu tun mit dem römischen Katholizismus in England unter Elisabeth und so weiter und so weiter und so weiter. Das hat nichts damit, das hat alles damit zu tun. Das ist im Prinzip, wenn man so wollen, der Vorläufer von Knights of Columbus. Ja, die Knights of Columbus, die sich dann 1882, glaube ich, war das, gegründet haben, um eben den Katholizismus zu unterstützen. Also im Endeffekt nichts anderes als die jesuitische Mission in den Vereinigten Staaten zu unterstützen. Mit dem Schwert, wie wir ja schon gesehen haben. Ja, das Buch Die Arche und die Taube, also The Ark and the Dove, ist unterteilt in drei verschiedene Abschnitte. Das ist nämlich erstmal The Plowing, also das heißt das Vorbereiten des Bodens, ne, das, wie nennt man das, das Pflügen, ne, dass der Grund vorbereitet wird, dann das Säen und zum Schluss das Ernten. Und Ernten, das ist die Zeit, in der sie jetzt angefangen sind. Nur mal eben so. Ja, die Arche und die Taube hat natürlich, danke. Ja, die Arche und die Taube hat natürlich einen biblischen Hintergrund. Arche und Taube, ne? Taube ist natürlich das Tier, was der Noah da freigelassen hat nach der Sintflut. Ja, warum zuerst ein Raben, warum später eine Taube? Ja, ganz einfach, weil Rabe letzten Endes, ich weiß, ist auch wieder so ein schwarz-magisches Tier, man denke an Alan Parsons Lesungen, aber weil Raben Aasfresser sind.
und Tauben letzten Endes eben ja, dann eben nicht. Und vor allen Dingen, Taube ist dann auch so ein Friedenstier. Die Taube kam mir dann mit dem Ölzweig zurück. Ne? Ich wollte eigentlich eine längere Lesung draus machen, aber das wird jetzt alles echt too much. Ja. Wir machen da noch eine Sendung, kannst du dann machen. Ja, ich will jetzt nur abschließen in 3, 4, 5 Minuten, weil ich will jetzt auch nicht zu weit machen. Ich habe heute schon so viel erzählt, nicht nur hier, sondern auch schon vorher. Ja, we pray to God to the sacrifice of John Kennedy. Ja, was sagte John Kennedy nochmal? Der sagte, ich bin nicht der katholische Kandidat für die Präsidentschaft. Der war Kreuzritter, der war Ritter von Kolumbus zu diesem Zeitpunkt. Der hat diese Ansprache gemacht in 1960 und 1958 war er Sprecher bei den Knights of Columbus. Und 1963 hat ihn nach dem Attentat, haben ihm dann die Kolumbusritter auch noch, wenn man so wollen, das Beileid ausgesprochen. Katholische Kandidat für die Präsidentschaft? Nee, ist er vielleicht der kolumbische Ritterkandidat für die Präsidentschaft? Oder macht er sein eigenes Ding und hat sich einfach nur nicht getraut, aus der katholischen Kirche und aus seinem Ritterorden da auszuscheiden. Denn der Mann stand im wahrsten Sinne des Wortes zwischen allen Stühlen und auf allen Bänken. Das ist doch so. Wenn man das alles vergleicht mit den Sachen, die wir jetzt schon sehen, dass er halt überall katholische Leute besucht hat, dass er beim Papst gewesen ist und so weiter und dann trotzdem gesagt hat, er würde die CIA in 1000 Stücke zerteilen und dass er dann viele Dinge gemacht hat, die ihm viele Feinde gemacht haben, unter anderem seine Feindschaft mit den Dulles-Brüdern, die dann auch wiederum Ritter gewesen sind. Also dann müssen wir uns doch nicht wundern, dass dieser Mensch nur Feinde gehabt hat. Ja? Und nicht nur jetzt den Papst, der natürlich dann irgendwann gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass ich da jetzt einen katholischen Präsident habe, der eigentlich mir zum Gehorsam verpflichtet ist, weil ja doch als Katholik ich sein Oberhaupt bin. Und eigentlich ist er doch die Blaupause für Kennedy, weil er doch jetzt hier Kirche und Staat vereint. Er ist doch das Staatsoberhaupt und das Kirchenoberhaupt gleichzeitig. Er ist doch die Blaupause für Kennedy. Er hat doch im Endeffekt Kennedy zu verstehen gegeben, indem er auf einen höheren Stuhl gestanden hat als Kennedy, dass er sein Oberbefehlshaber ist. Ist doch ganz einfach. Ja, und das ist die Geschichte mit Lincoln und Kennedy. Ja? Lincoln, katholischer Hintergrund der Ermordung über Charles Chiniquy beispielsweise, über Burke McCarthy, über diese ganze Verbindung mit dem John Surratt im Vatikan und so weiter. Und jetzt hier Kennedy mit der Geschichte, dass er halt als erster katholischer Präsident, im Gegensatz zu dem Herrn Lincoln, als erster katholischer Präsident der Vereinigten Staaten gewählt worden ist, aber gleichzeitig in seinem Hinterhalt oder wie auch immer dann auch noch seine Ritterschaft mit drin hatte, was der Abraham Lincoln überhaupt nichts gemacht hat. Der Abraham Lincoln hat letzten Endes sich gegen Rom gewehrt oder gewendet. Ja, und das ist eben genau das, wenn man jetzt eine Similarität sucht zwischen Lincoln und Kennedy, ist das, dass sie beide nicht Rom gehorcht haben. Ja, und das hat noch ganz andere Hintergründe, wo wir dann gleich drauf kommen. Ja, deswegen würde ich das mit diesen Bildern hier, ich habe natürlich gedacht, ich würde mehr, aber würde ich das mit diesen Bildern jetzt hier beschließen. Wir dürfen nie eins vergessen, dass Rom letzten Endes durch Satan inspiriert worden ist. Ja. Das ist eben aus diesem Kapitel von Charles Chiniquy. Ja, da steht eben drin, the theology, also die Theologie von Rom wurde inspiriert von Satan, denn Rom hieß ja vorher auch Stur, Stur und so weiter. Und ich kann also nur dieses Buch empfehlen. Das ist einer, der den Abraham Lincoln persönlich gekannt hat. Und aufgrund dessen findet man auch in diesem Buch einige Zitate darüber, was der Abraham Lincoln über die katholische Kirche gesagt hat. Ich mal eben mal gucken hier. So, und das nehmen wir zum Abschluss hier, bevor wir in die nächste Lesung reingehen. So, Moment, ich muss ein bisschen größer machen. So, müsste klappen, genau. So, und wenn das immer noch nicht reicht und denkt, wir werden von irgendwelchen Volksvertretern und so weiter beherrscht, ja, dann schließe ich diese Lesung hier mit diesem Fund vom Catholic News Archive, das im Jahre 1961, also man sieht hier, ne, Volume C123, Nummer 29 von 20. Oktober 1961, zu Zeitpunkt der Regentschaft von John F. Kennedy als amerikanischer Präsident, ja, wurde hier der Lyndon B. Johnson, der Nachfolgepräsident, zu dem Zeitpunkt Vizepräsident gewesen ist, zum Malteserritter. Hier steht es drin: Vice President Lyndon B. Johnson was presented with the Grand Cross of the Order of the Knights of Malta in recognition of his humanitarian efforts throughout the world. Zu Deutsch, also der Vizepräsident Lyndon B. Johnson wurde dann eben das Großkreuz des Ordens der Ritter von Malta verliehen in Anerkennung seiner humanitären Ergebnisse oder Erfolge in der ganzen Welt. So, 1961.
1961. So, durch wen? Guck mal hier. Was presented for Henry Cabot Lodge, diesem Sonderbeauftragten für den Vatikan. So, da hast du jetzt alles zusammen. Das heißt, Kennedy ist Ritter von Columbus, Lyndon B. Johnson ist Malta-Ritter, Dulles ist Malta-Ritter und die ganzen Geschichten wirklich zusammen und so weiter. Das ist keiner von denen ein Volksvertreter. Das ist, wenn es etwas ist, es ist eine Volksverarschung. Und das gilt, sage ich jetzt mal soweit, gilt nicht nur, das haben wir im Beispiel von Adenauer gesehen, gilt nicht nur für Amerika. Und damit bin ich jetzt heute durch und total müde und ich hoffe, das war eine interessante Lesung. Und danke für eure Treue und sagt einfach mal bis zum nächsten Mal. Lest bitte eure Bibel und ich gebe nochmal ab an den Jörg. Vielen Dank und Maranatha. Ja, war viel zu kurz, ey. Ich bin jetzt richtig in der Stimmung. Ja, toll. Das ist eine richtig gute Sendung. Vor allen Dingen, ich finde das, was unter dem Malteser-Ritter die Lyndon B. Johnson-Ehren geschrieben steht, finde ich viel interessanter. Den Artikel würde ich gerne mal lesen. Ostdeutsche machen eine Wahlfahrt. 25.000 ostdeutsche Katholiken. Die größte Nummer in den letzten, die größte Anzahl in den letzten Jahren haben hier eine jährliche Maria-Wahlfahrt. Ja, Marian Pilgrimage oder sowas, ne? Ja, genau. Jetzt ist ja mal eben der Punkt. Das ist am 20. Oktober 1961. Mhm. Wann haben sie denn die Mauer gebaut? Am 23. August 1961, nicht wahr? Also wenige Monate nach dem Mauerbau. Mhm. Gehen 25.000 ostdeutsche Katholiken auf eine Maria-Wahlfahrt. Dürfte auch so ungefähr die letzte gewesen sein, weil danach war nämlich der Kommunismus da, der Atheismus promoviert. Mhm. Ja, ne? Wenn du noch willst, dann können wir noch 5 Minuten dranhängen. Nein, das war jetzt so eine kleine lustige, so ein kleiner lustiger Anhang von mir. Du hast jetzt deinen Sarg gehabt, deine Worte gehabt, du bist jetzt still. Bin ich dran mit meinem Schlusswort. Und ich habe heute kein Schlusswort, weil ich habe schon sehr viel in der Sendung gesagt. Ich glaube nur, dass einigen Leuten vielleicht auffällt, wie viel ich heute zuzufügen hatte. Und das, was ich zuzufügen hatte, habe ich nur daher, weil ich meine eigenen Untersuchungen anstelle. Und ich dann, wenn andere eigene Untersuchungen anstellen, die in dieselbe Richtung gehen, weil das ist ja, was Michael macht, wir werden ja beide vom selben Geist geleitet und getrieben, möchte ich beinahe sagen. Und das führt uns dann irgendwo auch zu denselben Ergebnissen. Mich auf dem einen Weg, Michael auf dem anderen Weg, aber das Ergebnis ist dasselbe, was rauskommt. Das zeigt euch nicht nur, dass wir hier mit der Autorität der Bibel im Heiligen Geist sprechen, sondern das zeigt euch vor allen Dingen eben auch, wie wichtig es ist, seine eigenen Untersuchungen zu machen auf Basis der Bibel, geleitet vom Heiligen Geist in alle Wahrheit. Genau das, was Jesus Christus versprochen hat. Jesus Christus hat gesagt zu seinen Aposteln, damals waren sie auch seine Jünger. Er hat gesagt, es ist wichtig, dass ich weggehe. It is expedient for me to go away. Es ist wichtig für mich, es ist unerlässlich, dass ich weggehe. Weil wenn ich nicht weggehe, dann kann ich euch nicht den Tröster schicken, der euch in alle Wahrheit führen wird. Und dieser Tröster wird für immer bei euch sein. Das ist der Heilige Geist. Und Jesus Christus hat das so gesagt. Und dieser Heilige Geist wird für immer bei uns sein. Und in der futuristischen, antichristlichen Lehre wird gelehrt, dass in 2. Thessaloniker Kapitel 2 derjenige, der jetzt aufhält in Vers 7, der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist muss aus dem Weg geräumt werden. Das lehren die Futuristen. Und die Bibel lehrt, es waren die Cäsaren, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Die Cäsaren wurden aus dem Weg geräumt, aber jemand anders hat ihren Platz eingenommen. Weil es gibt nur 4 Königreiche und das letzte 4. Königreich, Rom, ist unterschieden in das Heidnische und in das Päpstliche. Und das Päpstliche regiert heute. Zu der Zeit hier war es Paul der VI., danach war es Johannes Paulus der I. für 33 Tage, dann war es Johannes Paulus der II., dann war es Benedikt, der den Flughafen geküsst hat in Washington, als er 2008 da ankam, zur Feier von Hitlers Geburtstag, was sie euch natürlich nicht sagen, und noch andere Gründe, dafür guckt Toms Video. Und danach hatten wir dann den Franziskus, mit dem wir im Augenblick immer noch beehrt werden, der rumläuft als Antichrist. Und um all diese Zusammenhänge wirklich zu verstehen und selber untersuchen zu können, brauchen wir die Bibel. Und brauchen wir den Heiligen Geist, der uns in der Bibelstudie leitet. Und deswegen ist es von so immenser Wichtigkeit, nein, nicht der Satz, den ich immer sage, einfach eure Bibel zu lesen. Deswegen ist es so wichtig, eure eigenen Nachforschungen anzustellen.
und nur, was ihr selbst nachforscht, geleitet durch den Heiligen Geist in die Wahrheit, was ihr dann erfahrt, ist das, was für euch wirklich wichtig ist. Ist das, was ihr wirklich behaltet. Und ist das, was ihr dann auch anderen lehren könnt. So wie Michael mit diesen Videos lehrt, so wie ich oftmals probiere, mit meinen Videos zu lehren. Nicht zu belehren, aber lehren. Lehren im Sinne der Bibel, im Sinne des Heiligen Geistes, im Namen Jesu Christi, der der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. To them that seek deep to hide their counsel from the Lord, and their works are in the dark, and they say, who seeth us and who knoweth us? So many think God does not see. Who knows us?